Das Erste, was ich jetzt tun werde, ist mal meine Schuhe anziehen. Oh, dann arbeiten wir die Themen ab nebenher, während ich diese wunderschönen alten Möbel, die fast auseinanderfallen, zusammenschrauben werde. Das wird auf jeden Fall mega episch. Ich hoffe mal, das passt jetzt auch so ein bisschen. Nachher werde ich wahrscheinlich die Kamera da drüben hin tun auf den Stuhl, damit man auch überhaupt was sieht, damit ich auch sehe, was ich hier eigentlich mache. Ich versuche jetzt einfach, dass man sieht, was ich tue. Ja, also mein Hoster ist auf jeden Fall, ja, er hat sich jetzt bei mir gemeldet, hat irgendwie die Preise erhöht. Ich habe die Mail, wie gesagt, nicht bekommen. Er hat jetzt extra in die Logs geschaut, also glaube ich ihm das mal. Ein anderer Kunde hat das jetzt auch nicht bekommen. Es gab eine Widerspruchslösung. 4 Wochen ungefähr, ja, habe ich jetzt natürlich nicht wahrgenommen. Das sind jetzt also 1 Euro mehr im Monat. Statt 5 Euro zahle ich jetzt 6 Euro. Natürlich gerundet, sind immer 99 Cent, ihr wisst ja. Also ich zahle circa, also ich zahle jetzt 12 Euro mehr im Jahr. Ich habe auch damals eigentlich immer jährliche Abrechnung gehabt. Das heißt, weil ich keinen Bock habe, jeden Monat aufs Neue zu zahlen, habe ich halt immer einmal pro Jahr zahlen wollen. Komischerweise haben sie das jetzt auch nicht berücksichtigt, fand ich auch ein bisschen scheiße. Ja, und dann haben sie jetzt auf jeden Fall angerufen, 32 Minuten. Ich war ja auch damals im Bewertungsprogramm von Contabo, also da war ich auch drin, habe denen danach ein bisschen geholfen, sich auf ihre Kunden zuzuschneiden. Und dann haben sie auf jeden Fall angerufen, dann haben sie auch gesagt, dass ihre Bedingungen daher, also zuerst wollten sie sagen, das liegt am Strom in der E-Mail, dann habe ich gesagt, das ist ja vollkommener Blödsinn, das sind vielleicht 3 Kilowatt, die ihr da, also 3 Kilowatt im Monat, die mein V-Server vielleicht braucht, also das halte ich ja mal für Blödsinn. Dann hat da jemand dann angerufen, ja, und dann halt eben, dass es vielleicht noch Unternehmensstrompreise gibt, habe ich auch noch gesagt, das haben sie aber dann zum Schluss beim Anruf gesagt, die haben keine besseren Konditionen vom Strompreis als jetzt der Normalkunde, haben sie jetzt zumindest gesagt. Naja, Steuern, weiß jetzt nicht, ob das vielleicht. Also eigentlich müssten sie die ja absetzen können, zumindest. Weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt. Ich gebe das jetzt einfach mal so 1:1 wieder, wie sie das gesagt haben. Halt eben, dass es da keine Konditionen gibt, dass jetzt der Preis bei mir nicht gestiegen ist wegen dem Strompreis, also dadurch begründen sie es nicht, sondern wegen der Inflation, dann habe ich jetzt wieder und wegen den Hardware-Anschaffungskosten, dann habe ich halt gesagt, ja okay, meine Hardware stammt ja eigentlich noch von 2016, die letzte Hardware-Anschaffung in meinem Rechenzentrum war ja 2020, also geht es um die Rechenzentren im Ausland, schätze ich mal, und dass noch mehr Kunden dazukommen, dann zahle ich also für die neu dazugekommenen Kunden. Und halt eben, dass die Verträge bei den teureren Verträgen, jetzt beispielsweise bei den richtigen dedizierten Servern, teurer sind. Ja, im Endeffekt hat das dann irgendwann nicht mehr versucht abzustreiten und hat das eigentlich ja, bejaht, dass er wollte das irgendwie so begründen, dass es wie eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter ist. Und ich dachte so, ja, ich bin bei einem Hosting Provider, das ist jetzt keine Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Da will ich eigentlich, wenn ich ehrlich sage, ich zahle 60 Euro und das im Voraus, dann will ich das auch so haben. Ja, ihr seht, was draus geworden ist. Es ist auf jeden Fall nicht so gelaufen. Finde ich ein bisschen kacke auch, aber ja. Wenigstens haben sie es probiert zu kommunizieren, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich hänge da jetzt noch mal ein Jahr im Vertrag drin. Ich könnte jetzt natürlich aus Kulanz aussteigen, aber die anderen Hosting-Anbieter sind auch nicht besser. Also 1Blue wäre vielleicht noch eine Idee. Die haben dann auch Unlimited-Traffic angeblich. Was Contabo eigentlich auch nicht hatte. Also das habe ich jetzt auch nachgefragt. Die haben das jetzt ehrlicher kommuniziert. Deshalb habe ich jetzt. Ich hatte eigentlich so nie Unlimited-Traffic, wenn man auf 12 Tage irgendwie 100 Mbits, also wenn ihr 32 Terabyte wegverbraucht bei eurem Upload, dann habt ihr nur noch 100 Mbits, was jetzt in meinem Fall nicht schlimm ist. Ich habe eh nur 200 Mbits auf der, also up and down. Also in dem Fall ist es nicht schlimm sonderlich, aber ja, schade, dass es damals nicht so richtig kommuniziert worden ist. Da wurde es nur mit einem Stern kommuniziert.
Dann habe ich halt noch auch komische verstörende Bewertungen im Internet gefunden, wo Mitarbeiter sich darüber beschweren, dass es zu wenig Mitarbeiter gibt und zu viel Stress im Unternehmen, weil zu wenig Mitarbeiter eingestellt werden. Ja, das mit dem Stress und den Mitarbeitern, da hat er jetzt gesagt, ja, eigentlich mögen die Leute es da, also man kann auch Vorschläge bringen und so weiter, aber es gibt tatsächlich gerade zu wenig Mitarbeiter für halt diese ganzen Kunden, die sie jetzt dazu gewonnen haben, und das Geschäft läuft sehr gut. Also die haben sehr gute Gewinne gemacht, könnt ihr auch einsehen, was mein Hoster für Gewinne gemacht hat. Ja, dann hat er auch noch gesagt, wie viel sie für Strom zahlen. Da hat er jetzt gesagt, das ist intern, ich weiß jetzt nicht. Also normalerweise muss man ja eigentlich als Börsenunternehmen das eh mal sagen, was man für Ausgaben hat, dass die Leute das Risiko abschätzen können. Aber ich sage es jetzt hier mal nicht, was sie zahlen. Jedenfalls zahlen sie jetzt nächstes Jahr dann wahrscheinlich auch so viel Strom wie halt ihr Normalkunden, also auch diese 60 Cent, weil sie irgendwie auch einen Jahresvertrag haben, was die Stromkosten angeht. Ja, kann ich wie gesagt alles nicht nachprüfen, das kommt jetzt von der Sicht eines Support-Mitarbeiters. Aber es war auf jeden Fall gut, dass er sich so Zeit genommen hat und mir das auch ganz genau erklärt hat. Und dann hat er auch noch gesagt, ja, weil in den Bewertungen stand nämlich ziemlich häufig, dass die Toiletten kaputt seien bei Contabo und das Büro schrecklich aussieht. Dann hat er gesagt, Toiletten, die funktionieren auf jeden Fall. Aber was stimmt, dass das Büro ein bisschen in die Jahre gekommen ist? Also wer da arbeiten möchte, das hat er zumindest gesagt, man kann dann Vorschläge bringen. Ich reiß das jetzt einfach mal kurz so ab, die Schraube geht nicht mehr raus. Man kann Vorschläge bringen, wie man das denn verbessern könnte, das Büro, und modernisieren. Und irgendwie wegen Corona gab es keine Modernisierung. Da dachte ich eigentlich, ja, okay, wäre eigentlich perfekt gewesen der Zeitpunkt. Aber ja, das ist wie gesagt denen ihr Ding. Mir ist nur wichtig, dass meine Leistungen erhalten bleiben und mein Hoster sich nicht auf einmal mit mehr Geld aus dem Staub macht und ich dann ohne Hoster dastehe. Das wäre dann auch scheiße, sind wir ehrlich. Weil mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich das zahle, was ich vereinbart habe, und dass ich über jede Änderung in Kenntnis gesetzt werde. Und ich hätte auch eher eine Preiserhöhung bei so einem Vertrag, den ich habe, der einmal jährlich ist. Und ich zahle ja auch immer im Voraus, dass sie dann da gesagt hätten, ja okay, machen wir nächstes Jahr die Preiserhöhung. Das wäre fair gewesen. Und dann haben sie mir die halt eben einfach so gefühlt hintenrum reingedrückt, weil ich habe ja die E-Mail nicht bekommen, und es gab auch, also ihr stimmt automatisch zu laut den AGBs, wenn ihr die E-Mail, also wenn ihr nicht verweigert, stimmt ihr automatisch zu der Preiserhöhung, und das finde ich dann auch schon ein bisschen scheiße, weil das sind jetzt bei mir, wie gesagt, ich zahle jetzt jährlich, also aufs Jahr gerechnet, statt 60 Euro halt 12 Euro mehr, also 62 Euro, 72 Euro. Und das ist dann halt schon deutlich mehr für so einen kleinen Host, so für so ein billiges VPS. Ja, da gibt es dann halt auch wiederum andere Anbieter, wo du sagen kannst, ja, okay, eigentlich im Endeffekt könnte ich den vergleichen. Da sind dann auch 4 Wochen Widerspruchszeit für einen Umzug auch schon ein bisschen blöd. Ja, aber für mich gab es die ja eh nicht, weil ich habe die E-Mail nicht gekriegt. Aber sie haben, wie gesagt, in die Logdateien reingeguckt. Fand ich echt nicht so cool. Ich dachte zuerst, oh mein Gott, der Betrieb hat sich geändert, weil die wurden auch gekauft zu dem Zeitpunkt von so einem Ami-Unternehmen, aber die neuen Investoren sollen es anscheinend besser sein als die alten. Also die fahren jetzt keinen Porsche mehr, hat er gesagt. Das hat mich dann schon mal beruhigt. Dann wird Contabo von den Leistungen auf jeden Fall nicht schlechter. Aber die Preise sind halt gestiegen. Anscheinend bereiten sie sich schon mal auf das nächste Jahr vor, und ja. Da leiden dann halt wohl alle Kunden drunter, weil ich ja irgendwie bei einem Fitnesscenter meinen Server habe. Und vertragliche. Und der Vertrag hat leider auch so Preisänderungen vorhersagt. Also die AGB, da steht das dann tatsächlich drin, aber ich fand es schon ein bisschen scheiße, dass ich halt eigentlich jährlich abrechnen tue. Und dann dachte ich, ja, bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Und ich mache auch Vorauszahlungen, die irgendwie nicht mehr funktionieren. Also eigentlich wollte ich auch im Voraus alles zahlen, weil eine Transaktion von PayPal kommt, die deutlich billiger als mehrere kleine. Verstehe ich nicht, wieso sie das irgendwie auch nicht mehr machen. Hätte ich auch im Support fragen müssen, wieso klappt das eigentlich nicht mehr.
Ja, und so lief das dann halt auf jeden Fall etwas komisch. Aber ich wurde ja aufgeklärt. Also ich fand es dann gut, dass sie angerufen haben. Deshalb haben sie jetzt statt nur noch ein Stern, 4 Sterne. Weil sonst war ich eigentlich immer zufrieden mit dem Hoster. Die Hostsysteme waren jetzt in meinem Fall auch nicht überblickt. Gab aber auch Leute, die haben sich darüber immer übel aufgeregt. Und ich habe halt gesagt, Leute, ich benutze das Ding vielleicht als Cache-Server für meinen Web-Server oder vielleicht als kleinen Minecraft-Server. Dafür ist es vielleicht noch brauchbar. Aber ja, das Ding hat halt deutlich weniger Leistung als die NUC, die ich jetzt bei mir zu Hause stehen habe. Also mit der ich auch Restreamer benutze. Aber es hat genug Leistung für so einen Minecraft-Server. Also falls ihr irgendwas bei Zap-Hosting habt, könnt ihr eigentlich auch zu so einem VPS-Provider gehen. Da habt ihr nochmal deutlich mehr Leistung als mit diesem komischen Docker-Geschiss, was die da machen auf viel zu überbelegten Host-Systemen. Netcup gibt es ja auch noch. 1Blue gibt es noch. Es gibt so viele Deutsche oder Hetzer sind ja auch manche oder ja, AWS auch so Amazon-Zeug benutzen ja auch viele. Finde ich aber zu teuer. Da lohnt sich's also für Minecraft selber schon eher so ein VPS zu haben, aber wichtig wäre halt schon eine KVM, weil die sind deutlich sicherer als jetzt die LXC-Container-Virtualisierung, die halt so ein ganzes Subsystem aufsetzen und dann kann es halt sein, dass das Hostsystem eine Kernellücke hat und dann habt ihr da Probleme. Aber ja, ich weiß jetzt, dass bei Contabo die Toiletten funktionieren. PayPal hat mir merkwürdigerweise jetzt den Euro dann doch zurückerstattet, weil sie es irgendwie wohl auch unfair gefunden haben. Aber ja, jetzt eigentlich im Nachhinein passt es ja. Also eigentlich genau zu spät muss ich dann also nochmal mit meinem Hoster reden, dass mir jetzt das Hostsystem nicht abschießt, weil ich halt mich bei PayPal beschwert habe, dass ich das jetzt nicht gerade toll fand. Also das war ein paar Tage vorher. Und dann habe ich eigentlich bei PayPal geschrieben, das passt jetzt wieder. Und sie haben dann halt trotzdem gesagt, ja, wir erstatten es zurück. Ist jetzt halt schon passiert, muss ich dann nochmal mit Contabo reden. Ich habe auch aus Fairnessgründen, weil die jetzt sich extra Zeit genommen haben. Aber ich bin ja auch, wie gesagt, jemand, der das bewertet. Also ich habe denen auch mal viel Zeit gegeben, um ihre Dienste und Produkte zu bewerten. Und ich bin ja auch, wie gesagt, Kunde, also ich erwarte da schon ein bisschen Service, auch wenn es nur 5 € im Monat sind, dass man mir meine Scheißverträge erklärt und mir auch sagt, wenn sich Preise ändern. Ja, dann habe ich mal aus Nettigkeit meine Transaktion von PayPal auf Bankeinzug geändert. Früher hatte ich das einfach nicht, ich war ziemlich jung. PayPal war für mich eine sicherere Sache. Ja, und ja, jetzt habe ich das halt geändert, mal aus Nettigkeit. Wenn ich jetzt Pech habe, schießen sie mir den V-Server ab, mache ich nachher noch mal ein Backup, bevor ich sie anfrage. Und sage denen, okay, ist wahrscheinlich ein Missverständnis. Das wollte ich jetzt gar nicht wieder zurückhaben, das Geld. Passt schon. Will nur, dass mein blöder Server weiterläuft. So nach dem Motto, ich will den jetzt nicht auch mal extra umziehen. Das kostet ein bisschen mehr als 12 € das Ding wieder zu backuppen, hier einen ordentlichen Host zu suchen mit viel Traffic und dann zu hoffen, dass alles funktioniert. Ja, aber ich fand es schon ein bisschen blöd. Also im Endeffekt, mein Server, der ist jetzt nichts, was energietechnisch übel viel verbrauchen tut. Wie gesagt, das sind vielleicht 3 kW und der hat ja sogar gesagt, sind wahrscheinlich drunter. Also ich habe da ziemlich großzügig gerechnet, dass das 3 kW im Monat sind. Sind es nie im Leben. Aber ja, ist halt ein bisschen kacke, finde ich, dass ich da die E-Mail nicht gekriegt habe. Sonst hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Wäre jetzt bei einem anderen Hoster, kann auch sein. Aber im Endeffekt, ja, es gibt jetzt nicht unbedingt den Hoster, aber es gäbe schon einen, der noch in der Auswahl ist. Aber ich versuche es jetzt einfach nochmal ein bisschen mit denen. Und wenn es mir dann halt nicht mehr passt, dann kündige ich, was ich leider auch erst auf 2024 jetzt kann. Aber ich frage einfach, ob es aufs Kulanz möglich ist, weil ich meine, es ist 5 € VPS, als ob die so dringend nötig haben, mich da zu halten und zu binden. Also es ist jetzt ein 6 € VPS. Okay, der Schrank geht, glaube ich, nicht mehr auseinander. Der ist wirklich so kaputt, dass ich mich gerade frage, wie ich den wieder auseinander bekomme.
Ja, das ist auf jeden Fall passiert. Also mich hat schon ein bisschen angekotzt, dass ich ohne Widerspruch einfach jetzt einen teureren Vertrag habe und obwohl ich eigentlich im Voraus zahlen tue, auch das ignoriert worden ist, ein teurer Vertrag. Also da hätte man mich schon ein bisschen besser über das Kundenservice oder ich habe doch gesagt, per Brieftaube hätte man mich von meinetwegen auch informieren können. Hauptsache, ich krieg was davon mit. Ich meine, oder wenigstens ich stimme zu. Sorry Leute, Bild kommt gleich wieder. Mein Router hat gemeint, abkacken zu müssen. Ich meine, mein WLAN hat gemeint, abkacken zu müssen. Wir machen jetzt gleich kurz dieses wunderschöne Handy wieder verbinden. Ja, das hängt gerade auch im WLAN. Wahrscheinlich ist das auch dann rausgeflogen. Ah, ist das nervig. Jetzt habe ich das alles so schön eingerichtet. Dann meint mein WLAN abzukacken. Jetzt geht's wieder. Tue ich mal kurz. Ich habe euch übrigens hier in so einen Karton reingemacht und das Ziel war eigentlich, später das vielleicht so zu machen und dann seid ihr hier auf dem Stuhl und da habe ich ja übrigens letztens zeigen wollen, das Brett hier ist falsch rum drin, das gehört eigentlich so rum. Ja, Kacke. Ja, auf jeden Fall tue ich euch jetzt wieder weg. Ich kann auch euch auch mal hier hin tun, wenn ich jetzt gerade so am Schrank arbeite. Wäre doch auch mal eine Idee, aber keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das vom Licht ist, wenn das dann von hinten kommt. Geht das so klar? Ja, ich kann es jetzt selbst nicht sehen. Ja, das eigentlich sollte das Licht ja immer so von vorne kommen beim Streamen, aber wir wissen, meine Belichtung ist einfach scheiße. Ich tue ich da mal kurz wieder hier in meinen Karton rein. So. Und weiter geht's. Also das war auf jeden Fall ein bisschen dumm von dem Hoster, dass er das nicht richtig benachrichtigt hat. Habe ich nichts beim Schrank verpasst? Nee, du hast nichts verpasst. Ist total episch, was hier passiert. Sorry, dass ich es nicht gelesen habe. Ich bin gerade ein bisschen am Arbeiten. Alles Gute, Digga. Hab keinen Stress. Ja, auf jeden Fall, das war ein bisschen Kacke bei Konterbo. Aber die Mitarbeiter haben gute Toiletten, das wissen wir, und sie sind gerade irgendwie alle im Homeoffice und da haben sie jetzt auch festgestellt, dass das eine sinnvolle Sache ist. Preise sind halt höher und da muss man halt eben selbst sagen, ist das jetzt gerechtfertigt? Bei meinem VPS würde ich eigentlich tatsächlich sagen, eine Preiserhöhung war nicht gerechtfertigt, aber ja, sie sind halt ein Fitnesscenter, wir wissen. Sie sind kein Hoster, sie sind ein Fitnesscenter. Sorry, aber das war lustig. Das muss er selbst zugeben. Das war so ein bisschen merkwürdig, die Aussage. Ein Fitnesscenter bei einem Hoster. Ich guck mal kurz, ob auch alles übertragen wird. Wir können ja. Ja, das habe ich ausgemacht, weil das zieht immer unglaublich viel Performance. Ja, das wird übertragen. Das ist das einzig Wichtige. Ah, ich habe auch eine Bewertung auf Trust geschrieben. Wahrscheinlich hat er deshalb so schnell angerufen. Davor habe ich echt lange keine Rückmeldung gekriegt und dann auf Trust auf einmal hatte ich so einen Anruf auf der Mailbox, dann hat auf jemand anderes angerufen, da dachte ich zuerst, so ein scheiß Callcenter wäre das und ja, dann war es das Callcenter von Kontobo und das hat mir dann alles erklärt. Okay, wir müssen das vielleicht doch einfach auseinanderreißen. Die Schrauben sind so morsch. Ich meine, die Schrauben sind verrostet, das ist kein Scheiß. Ich kann das so nicht zum Sperrmüll. Ah, hat geklappt, würde ich sagen. Prima. Erster Schrank ist abgebaut. Ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Scheiße. Ja, worüber wollte ich eigentlich noch reden? Also Hoster wisst ihr jetzt. Wer es wissen will, ich habe bei irgendwie Trust oder so einer Bewertungsseite eine ziemlich in schlechter Rechtschreibung geschriebene Bewerbung geschrieben. Könnt ihr euch alles nochmal durchlesen, wen es interessiert. Psychische Macken aus der Kindheit. Ah ja, wollte ich ja auch mal reinbringen. Viele wissen es ja eigentlich.
nicht wahrscheinlich, weil die wenigstens meine Valorant-Streams wahrscheinlich so stark verfolgen. Ich war ja mal eine Zeit lang auf so einer. Okay, das war so in der Zeit ungefähr, wo ich auf dieser beschissenen, ja, ich würde es heute Kindesmisshandlungsschule nennen, keine E-Schule. Also es war die Schule, wo sich Lehrer auf Schüler draufgelegt haben und sie die Treppe runtergeworfen haben. Naja, dass man das auch sieht. Ja, auf jeden Fall war das so in der Zeit, also war ich so circa zwischen 10 und 12 Jahre alt. Und da hatte ich tatsächlich auch eine leicht. Warte, was war das? Ich glaube, da hatte ich auch mal eine sexuelle psychische Störung in der Zeit. Oder ja, kann man jetzt nicht psychische Störung nehmen, das gehört ja auch eher so zum BDSM-Bereich. Aber das war dann schon eher einer der gefährlicheren Sachen, war auch so die Zeit, wo ich so meinte, hab eh keinen Bock mehr so richtig aufs Leben. Aber damit hatte das jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber vielleicht hat das was damit zu tun. Auf jeden Fall habe ich eine Weile, also so ist das mit meinen Füßen eigentlich passiert, total darauf gestanden, mir die Füße zu fesseln und mir dabei einen runterzuholen. Stimmt, habe ich den Stream als 18 gekennzeichnet? Wahrscheinlich nicht. Leute, das ist FSK 18, obwohl eigentlich nicht. Das hat irgendwas Aufklärerisches. Tun wir einfach so, als ob es eine Doku wäre. Einverstanden? Es ist eine Doku. Gott. Und auf jeden Fall ist es dann schief gegangen. Und ich habe das so arg übertrieben, dass mir der Fuß taub geworden ist, worauf ich dann auch merkwürdigerweise gestanden habe. Also das war schon eine merkwürdige Zeit, muss ich zugeben. Ja, auf jeden Fall hatte ich danach abgeschnürte Füße. Das hat mich dann wohl offensichtlich auch nicht so gestört und auch noch geil gemacht. Das Interessante ist, ich hatte auch einen Klassenkamerad, der hat da auch wahrscheinlich auch drauf gestanden. Der hat sich irgendwann mal in der Schule mit einem Gürtel den Fuß abgebunden. Also der hat so ziemlich dasselbe gemacht in der Schulzeit, was ich mal zu Hause gemacht habe. Wer weiß, vielleicht hat die Schule das hervorgerufen. Okay, die ganzen Sachen kriege ich nicht mehr raus. Guckt euch mal an, wie das drin ist. Das kann man vollkommen vergessen. Egal, so kann man es auf den Sperrmüll bringen. Jetzt kommt gleich noch das andere Regal. Oh Gott, das war auf jeden Fall einer der dümmsten Sachen, die ich bereuen tue bis heute. Deshalb, Kinder, seid vorsichtig, wenn ihr Fesselspielchen betreibt und schnürt euch nichts ab, das ist scheiße gefährlich. Vor allem, wenn ihr dann, keine Ahnung, ohnmächtig werdet oder einpennt. Ich weiß nicht, was es von beiden war. Wie gesagt, ist echt lange her. Aber ich habe heute noch die Konsequenz, dass ich mir Hämorrhoidensalbe drauf schmieren musste, dass meine Durchblutung wieder besser wird. Also, das hat ein Nachspiel gehabt. Tun jetzt kurz noch den Scheiß hier wegmachen. Boah, aber was ich tatsächlich ganz sicher wegen dieser Schule hatte, das waren richtig heftige Ticks. Also, ihr habt immer, wenn ihr, wenn die Lehrer meinten, ihr hättet ihnen widersprochen oder sonst was, so Zeiten schreiben müssen, wie ich habe zu befolgen, was die Lehrer sagen und so weiter. Das hat jeder machen müssen. Und bei mir hat sich dann irgendwann so eine abgefuckte Zwangsneurose gebildet, dass ich irgendwie fünfmal ins Bett gestiegen bin, wenn es mir einfach nicht gut ging, weil, keine Ahnung, irgendwas familiär war. Gott, Alter, wie das alles fest ist. Boah, das war auch so eine nervige Störung, ist aber tatsächlich gar nicht so selten. Nur leider ging die bei mir bis in die Jugend, ins Erwachsenenalter und ist heute auch noch so zum Teil da. Aber nicht so schlimm, dass es mich jetzt im Leben behindert. Aber es war schon mal so schlimm. Also es war schon mal echt nicht normal. Und das hat übel abgefuckt, wenn ihr keine Ahnung
irgendwie ein Programm mehrfach öffnet oder sonst was und gerade was programmiert und eine Zeile nochmal neu schreibt, weil es euch irgendwie nicht gut geht und ihr das irgendwie als Bewältigung benutzt. Das war echt scheiße. Wieso mache ich die Mülltrennung eigentlich so arg? Keine Ahnung. Also eigentlich ist das ja nicht nötig, denke ich mal. Keine Ahnung. Wir trennen es einfach trotzdem schön. Jawohl, das ist scheiße. Wenn ich die Griffe jetzt abschraube, kriege ich es nachher nicht mehr. Ich weiß gar nicht, muss man das trennen beim Sperrmüll? Hat da irgendjemand einen Plan? Ich glaube, es guckt gerade eh keiner zu. Also kann ich auch alles reden, was ich Bock habe. Gott, das WLAN ist echt scheiße heute. Tut mir echt leid, ich sehe gerade, wie das ruckelt ab und zu. Ich hätte es auch über Kabel gemacht, aber ich habe nicht so ein langes Kabel dafür. Aber Gott, das war echt eine Störung. Auf die könnte ich wirklich verzichten in meinem Leben oder generell auf diese Schule, wo ich war, auf die ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, könnte ich wirklich gerne, gerne verzichten. Gott, das war die Hölle. Also die Schule war mal eine kurze Zeit lang okay, aber irgendwann war das wirklich die Hölle, wo sie dann wirklich jede Kinder da kombiniert haben. Dann hattest du halt nicht nur Angst vor den Lehrern, sondern auch vor den Kindern. Find's ja auch irgendwie krank, dass in Deutschland legal ist, bei Erziehungsschulen sich auf Kinder draufzusetzen und so bekloppte Scheiße, die ja eigentlich verboten ist, dass so unsachmäßige Strafen und was weiß ich was. Und dann zum Schluss kommt halt raus, oh, der wurde einfach nur falsch beschult und aus der Schule gemobbt. Sorry, bin gerade wieder an das Kabel gekommen, also diesmal bin ich ans LAN-Kabel gekommen. Das ist zwar nicht das WLAN gewesen, was jetzt schuld war. Ich muss nochmal Camo neu starten, weil die blöde App sich nicht wieder verbinden kann. Soll ich wieder verbinden, liebe App? Nee, hat einfach keinen Bock. Und im Momento, also ihr könnt mich schon hören, aber nicht sehen. Ich glaube, jetzt verbindet er sich mal. Ja, jetzt hat er es geschafft. Ist halt gerade auf meinem Laptop. Jetzt tue ich das Handy wieder da rein. Und es hat wieder disconnected, weil mein Handy ausgegangen ist. Wunderbar. Jetzt erkennst du mein Gesicht nicht, weil das Headset davor ist. Oh Gott, das klappt einfach alles so furchtbar. Ich scanne jetzt einfach den blöden Code zur Kopplung. Also das ist eine Early Access App, von daher kann man es entschuldigen, die wird ja auch bald wahrscheinlich was kosten. So, jetzt hat's geklappt. Musst du die App tatsächlich neu starten? Macht das mal ein bisschen weiter runter, damit man auch mehr sieht. Ja, auf jeden Fall finde ich es schon krass, wie man eigentlich so in diesem System abgefuckt werden kann. Ich habe ja danach mit Umweg Schweiz aus der Scheiße rausgefunden, aber ich sag's mal so, die Scheiße verfolgt einen und ich habe es auch nie wirklich alles therapieren können, was da passiert ist und vorgefallen ist. Würde aber auf die Erinnerungen auf jeden Fall verzichten. Und auch die Sachen, die ich dadurch, die dadurch entstanden sind. Aua, ich habe mir den Finger eingeklemmt mit zur Scheißtür von dem Schrank, der gleich. Ist der nächste Schrottschrank. Aua, Scheiße, mein Finger tut weh. Finger tut weh.
So, die Verbindung über WLAN ist schon mal richtig schäbig. Hier habt ihr den nächsten Schrank. Puh. Dafür brauchen wir dieses Werkzeug hier. Oh, die andere Seite. Der geht eigentlich relativ schnell. Ist auch wieder so ein Pressspan-Müll, der nicht mal richtig dicht hält. Also der ist komplett aufgeweicht. Den wollte ich nicht mal mehr putzen, weil er mir nachher vielleicht auseinanderkracht, wenn ich das mache. Und darauf hatte ich dann nicht so Lust. Stimmt, wir wollten ja auch mal die andere Kameraseite zeigen. Ja, ich meine die andere Seite zeigen. Also dass die Kamera mal anders hinstellen, das meinte ich eher. So. Ich stelle euch mal auf den Stuhl. Ich weiß nicht, ob das besser ist. So. Jetzt habe ich das Werkzeug irgendwo hingelegt. Jetzt. Ja, das sind auf jeden Fall so Sachen, die ich dann damals erlebt habe und erleben musste und auch generell das Schulsystem. Ich hasse es. Und Gewalt tue ich sowieso absolut verabscheuen. Besonders Gewalt gegen Kinder oder jede Form von Gewalt, Körperverletzung und so weiter, verabscheue ich eigentlich. Ich meine, dass sowas eigentlich heute noch bei manchen Bundesländern also bei manchen Staaten in den USA als okay angesehen wird, finde ich eigentlich krank. Aber die Amis haben es eh nicht so mit Menschenrechten, wissen wir ja. Okay, wir brauchen da irgendwas anderes. Denk mal, wäre jetzt meine Mutter nicht gerade in dem Moment, also sie war Erzieherin zu dem Zeitpunkt und mein Bruder, der war ja mal wieder am, also der hatte damals Probleme in der Schule, hat sich dann an kriminelle Gangs gehangen und ja, hätte ich wahrscheinlich ihn nicht als Bruder gehabt, dann wäre ich nicht aussortiert worden, vermute ich mal. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt Erzieherin, da wurden aber keine Erzieher gesucht, also da waren immer nur so Halbtagsstellen da. Also war der Stand für die Eltern, also war der Stand für die Lehrer zu niedrig und bei mir hat man dann halt einfach gesagt, ja, der wird gemobbt. An ihm liegt das Problem, dass er von den anderen Kindern so arg gekitzelt wird, dass er lachend auf dem Boden liegt. Und das wurde ohne Scheiß so reingeschrieben von der Lehrerin, wie als ob ich da lachend einfach random auf dem Boden gelegen hatte. Dabei haben die anderen Scheiß-Drecksgirn mich gekitzelt und ich wollte das eigentlich nicht. Hab mich auch dann bei der Lehrerin beschwert und sie hat dann einfach die Story draus gemacht. Oder mein Pausenbrot wurde mir mehrfach weggenommen, was übrigens arsche teuer ist. Glutenfreies Brot. Auch richtig geil, ich konnte mir nicht einfach was Neues kaufen. Ich hasse ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gesellschaft in dem Punkt dermaßen. Und Alter, die Kinder waren damals einfach nur ekelhaft am Rummobben und unerzogen. Aber das war auch Oberndorf. Absolutes Dreckskaff. Die können sich 100 Kirchen bauen, wie sie wollen. Die bleiben weiterhin Dreckskaff. Was Waffen produziert. Oh. Also Oberndorf war wirklich absoluter Dreck, kann ich nicht anders sagen. Junge, ich meine, ich rede hier von der Grundschule und du machst halt einfach solche Erfahrungen. Die Lehrer, also die Lehrerin, die mich dann damals auf so eine Scheißschule manifestiert,
er so geschickt hat. Die ist heute in der Klapse, fand ich dann auch sehr interessant. Von sowas wurde das bewertet. Ich weiß ja nicht, ob sie davor normal getickt hat, aber mir kam es nicht so vor. Die war mit wirklich allem am Nervenzusammenbruch haben. Weil ich sag euch, die Kinder waren aber auch echt krank, also. Aber natürlich wurde es dann auf den abgewälzt, der eigentlich gar nichts tut. Ach, ihr müsst euch mal vorstellen, ich war damals viel kleiner als die anderen in meiner Klasse, obwohl ich 2 Jahre älter war, weil die Scheiß-Zöliakie meinte, ja, wie gesagt, ist ja wie gesagt auch ein Wunder, dass ich lebe, dass die Zöliakie meinte, ja, okay, 2 Jahre Wachstumsverzögerung. Und dann war ich da dementsprechend winzig und konnte mich da auch nie verteidigen. Und wenn ich mich verteidigt hätte, ganz ehrlich, an wen hätten sie es ausgelassen? An mir. Ich war eigentlich relativ. Also, ich war eigentlich immer gewaltfrei, auch schon zu der Zeit. Ich eigentlich auch lustig. Bei dieser einen E-Schule haben sie das dann auch gesagt, dass es eigentlich mit mir gar keine Probleme gibt. Aber. Dann kam halt irgendwann raus, das war so eine Geschichte wegen Geldern. Das heißt, wenn die mich nicht irgendwie ins Heim manövriert hätten, ins Heim gesteckt hätten, dann hätten sie Gelder, also hätten Gelder gefehlt für neue Kinder, die sie dann wieder in der Außenschule kriegen. Also tun die immer irgendwie einmal so ein Kind ins Heim schicken und das andere kommt dahin und dann wusste ich ja auch verschiedene Sachen wiederum, dass da Kinder Treppen runtergeworfen wurden und so kranke Scheiße. Ja, wahrscheinlich war das auch ein Grund. Ich habe da nämlich nicht mein Maul gehalten. Das Interessante war, der Typ, wo ich das halt danach, den ich dann verteidigt habe, also ein Kumpel von mir, ja, der ist dann auf eine normale Schule gekommen, hat einen Vertrag unterschrieben, dass er darüber schweigt. Hatte dann eine normale Kindheit, hat sich dann auch nie wieder bei mir gemeldet. Und kann auch sagen, ja, scheiß drauf auf die Leute. Ich würde heute nie wieder für irgendjemanden irgendwas tun, der es nicht auch verdient hat. Weil ich war danach derjenige, der auf dem Abschussbrett war und der dann in die Schweiz gehen durfte. Und das war auch ein Glück, dass das geklappt hat. Ja, zum Schluss war ich dann ja wieder in Deutschland auf einer normalen Schule. Gott sei Dank, aber ganz ehrlich, bei der Schule kam es mir so vor, als ob die anderen Kinder alle auf einer Erziehungsschule kommen. Aber hey, immerhin wurde mein Kackbier keiner mehr auf den Tisch und so Sachen. Das fand ich dann auch schon gut. In der Schweiz war es so wiederum anders. Da waren die eigentlich relativ freundlich, wenn sie dich nicht gemocht haben. Dann haben sie dir halt einfach nicht mit dir geredet und dich halt ausgegrenzt. Da habe ich so gedacht, ja, besser als gemobbt zu werden. Auf eine andere Art und Weise. Also, die haben sich auch so gedacht, das ist ja voll das Mobbing. Und ich so, nö, 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 wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Ja, daher kenne ich ja auch Lucy in Wahrheit von der Schule. Würde sie aber wahrscheinlich im Leben nicht sagen. Ich habe das ja auch alles mit der Vergewaltigung von ihr damals mitbekommen, wo so ein Typ sie vergewaltigt hat. Und Lucy war halt irgendwie so ein Kind, das hat immer bei jedem irgendwie so Aufmerksamkeit gesucht und der Wichser hat das halt voll ausgenutzt. Ach, danke für den Follow. Früher hieß Lucy ja auch William, aber das hat damit eigentlich nichts zu tun. Also, wer ihn jetzt eher unter William kennt. Hat sich auch immer nur bei mir gemeldet, irgendwann, wenn es irgendwas um Rechner ging und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich hasse das, wenn die Leute sich einfach immer nur bei mir melden. Janus, ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Kannst du mir helfen? Ich werde danach einfach spontan gar nichts mehr mit dir machen und mit dir reden. Ohne Witz, irgendwann war es so, Paul hat mir dann so gesagt, ja, merkst du nicht, dass Lucy eigentlich immer nur was von dir will? So nach dem Motto.
Und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich hast du recht, ich chill ja mehr mit euch hier unten als mit ihr da oben. Fand ich dann auch etwas scheiße. Ja, keine Ahnung, die beiden waren eh immer, also sie war immer mit ihrer Freundin oben im Channel, im Teamspeak, und ich war dann immer unten bei Paul und so, also echt cooler Typ. Zwar trinkt er ein bisschen viel Alkohol, aber naja, bei Namen König Alkohol habe ich jetzt nichts weiter als Alkoholismus erwartet, aber wer weiß, vielleicht tut er damit auch irgendwann aufhören. Habe auf jeden Fall nichts gegen ihn. Kennen aber ja auch die Probleme mit Sucht. Also wie gesagt, in meiner Familie, mein Bruder ist drogenabhängig. Ist heute auf der Straße. Ich habe auch so meine Erfahrung mit ihm gemacht. Ich war ja quasi sein Boxsack. Deshalb habe ich nicht gerade die positivsten Erfahrungen zu meinem Bruder. Dann nochmal eine andere Familie hat ziemlich gut, also ein anderer Teil der Familie, nicht der inneren Familie, sondern der äußeren Familie, hat ja ziemlich gut Drogen verkauft, hat dann irgendwann aber aufgehört und jetzt angeblich den richtigen Pfad gefunden, aber ich habe keinen Bock mehr auf die, weil sie mich versucht haben, in Scheiße reinzubringen. Und sich nicht korrekt verhalten haben mir gegenüber und mich belogen haben bei vielen Sachen, die auch meinen anderen Bruder, also meinen Bruder betreffen. War auf jeden Fall auch, ja, scheiße, kann ich nicht anders sagen. Es war einfach nur scheiße. Wie kriege ich das jetzt raus? Ah, hier ist noch eine Schraube drin. Ich hatte vorhin volle Werkzeug gehabt. Ja, stimmt, ich sehe den Chat gar nicht. Sorry, ich vergesse das immer. Bist du bisexuell? Geil, wie du stöhnst. Kannst du eine Schraube reindrehen? Keine Ahnung, ob ich spiele oder was weiß ich was bin. Ich kann nur sagen, es läuft absolut scheiße, dass ich dir das eigentlich gar nicht richtig beantworten kann. Immer wenn ich mich in einen verliebt habe oder Gefühle empfunden habe oder sonst was, dann war das meist immer nur auf meiner Seite, also. Und wenn es passiert, das ist ja selten. Ich stehe auch wirklich nur auf gewisse Typen. Also bei Tussis läuft's eigentlich genau gleich scheiße. Also mach dir daraus nichts. Das kann ich dir vielleicht irgendwann anders beantworten. Aber ja, Gefühle waren auf jeden Fall auch schon mal fürs männliche Geschlechter und das nicht selten. Auch fürs weibliche Geschlecht habe ich ab und zu noch Gefühle empfunden. Aber es läuft absolut scheiße in der Richtung. Und ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ich habe ihr gesagt, dass ich in dem Stream nicht lügen werde. Oder ich schweige es manchmal aus, weil die meisten Leute dann eher wieder nicht damit klarkommen, wenn man mal die Wahrheit sagt. Aber nee, sexuell läuft es bei mir absolut scheiße. Deshalb kann ich dir nicht sexuell sagen, ich kann dir nur sagen, ich bin wahrscheinlich bi. Und sexuell, dazu kam es nicht. Ich bin noch Jungfrau. Weil es einfach nur immer von meiner Seite ausging und nicht von der anderen Seite aus. Damit komme ich auch klar. Ist kein Problem. Man muss ja nicht immer auf jemanden stehen und ich meine es jetzt mal so. Die meisten waren ja auch eher hetero. Da hat es dann eh nicht funktioniert. Und die Weiber, die stehen ja eh erst auf was ganz anderes vom Typen. In den meisten Fällen, da hast du eh so ein bisschen verkackt, wenn du so aussiehst wie ich. Juckt mich auch nicht. Es wird bestimmt auch mal eine geben, die darauf auch noch steht. Und vielleicht auch, jetzt bin ich ja auch bald 25, älter ist als 25. Gott, ist das Teil morsch. Ganz ehrlich, ihr könntet das mit einem Schlag zerlegen. Das ist unglaublich. Ich habe auch die Handschuhe gerade an. Ich glaube, hätte ich die nicht an, ich würde mich an diesem Scheißzeug eigentlich nur verletzen. Das ist
Absoluter Müll. Also so sieht das nachher aus, wenn ihr euch Müll kauft. Wunderschöner Pressspan, nicht richtig lackiert. Wasser dringt ein. Der Scheiß ist nach 2 Jahren, sieht er so aus und das Abfall. Kann ich nicht empfehlen. Jetzt habe ich mir auch meine schöne Hose ruiniert. Okay, doch nicht. Dachte gerade schon. Das wäre natürlich scheiße. Aber ich habe gerade eh Klamotten an, die man waschen muss, also passt das. Ich gucke nur mal kurz, ob wir alles zerlegt haben. Ich kann jetzt auch mal zeigen, was wir alles zerlegt haben. Wunderschön. Was mir gerade auffällt, ich habe es Licht gar nicht an. Würde, glaube ich, helfen. Und dann kommt das Licht so ein bisschen von vorne. Ich nehme von der Seite. Oh ja, das hilft. Hey. Hier sieht man, was passiert. Ja, auf jeden Fall wisst ihr, ich bin wie die meisten Menschen wahrscheinlich auch nicht zu 100% normal von der Psyche und habe mein Päckchen so zu tragen. Und keine Ahnung, wie es sexuell aussieht, wen das wirklich interessiert. Okay, die kriegt man gar nicht raus. Also die kriegt man schon irgendwie raus, aber da bräuchte ich was zum Unterhebeln. Ich weiß jetzt wieder, wie ich die reingemacht habe. Die klickt ihr rein und danach hält es so. Ich glaube, es war schon drin, ich bin mir nicht sicher. Also die Dinger hier. Boah, die hier. Auch wenn das ja eigentlich eher so eine Privatsache ist, aber ich rede hier auch ziemlich öffentlich. Also keine Ahnung. Vielleicht werde ich es einfach dann mal erwähnen. Guckt mal, damit habe ich gefickt und vielleicht hat das auch Lust mit mir zu reden im Stream und sagt dann, ja, ich bestätige, das ist vollkommen der Wahrheitsgetreue. Er hat mich nicht nur gemietet, damit ich das sage. Ja, keine Sorge, so armselig wird es nicht werden. Ach komm, ich schraube noch die blöden Griffe ab. Dann haben wir alles gemacht. Ich finde meinen Schraubenzieher nicht mehr in dem ganzen Müll. Jetzt habe ich den ganzen Mist bei mir im Zimmer. Daran habe ich nicht gedacht. Ich hätte es gleich unten machen sollen, aber dann hätte ich es nicht streamen können. Aber ich glaube, jedem sollte klar sein, ich bin ja eher ein Kanal, der ziemlich viele Sachen eher ein bisschen aufgeschlossen. Das sieht auch über die ein oder andere Störung reden kann. Meinetwegen auch ein bisschen krassere Sachen. Ist ja auch nicht so mein, ist jetzt auch nicht so weit weg. Kann man auch mal machen. Okay, das kriege ich auch nicht mehr raus. Also es ist tatsächlich ziemlich viel Müll entstanden. Boah. Lucy hatte auch auf jeden Fall aber eine schwere Kindheit. Ich glaube, also das mit der Vergewaltigung erwähnt sie ja, glaube ich, auch mit ihrem Blog, dass sie da damals, wo sie, keine Ahnung, wie alt war sie da, ich glaube 10 oder so. Was da passiert ist, Gott sei Dank hat ja meine Mutter mich von dem Typen ferngehalten. Ich möchte natürlich auch anmerken, nicht alle Pedos sind pädosexuell, aber der war es auf jeden Fall, da hatte sie dermaßen Pech. Der hat sie auf jeden Fall voll ausgenutzt. Scheiß Drecksack. Also, das war schon eine krasse Sache, was der damals passiert ist. Ja. Und daher kenne ich sie eigentlich auch. Und wir waren dann halt eigentlich immer so, ja, kannten uns halt. Ihre Familie war immer ziemlich unordentlich und so. Das weiß ich bis heute noch, wie viel Unordnung da immer geherrscht hat. Da habe ich mich immer als sehr, sehr sauber noch wahrgenommen. Und ihr wisst, ich bin auch nicht gerade wirklich ordentlich. Ja,
Ich weiß gar nicht, heute hat sie, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie so groß. Da gab es irgendwie auch Stress, soweit ich auch mitgekriegt habe, weil sie halt sich als Frau empfindet, was ich jetzt nicht sonderlich schlimm finde. Wenn sie sich so besser fühlt, mein Gott, die hat mehr Scheiße erlebt als sonst was. Da heult man doch nicht wegen so einer Kacke rum. Und ich meine, wenn sie sich so empfindet, ich denke, sie kennt die Konsequenzen. Und muss sich ja auch nicht zwingend den Penis abschneiden, nur um jetzt sich als Frau zu fühlen. Das finde ich ja auch immer Bullshit, dass man das immer gleich so framed. Okay, das ist alles Müll, würde ich sagen. Wir haben Plastik, wir haben Metall. Metall, woran Plastik hängt. Und noch mehr Müll, woran Metall hängt. Ich hoffe einfach, dass das bei der Müllbrennung scheißegal ist. Schrauben haben wir auch, also wer Schrauben kaufen will, ich verkaufe Schrauben. Zwar ein bisschen angerostet, weil die wahrscheinlich nicht beschichtet waren. Ja, die waren nicht beschichtet. Ja. Aber habe ich auch schon ewig nicht mehr an die gedacht, tatsächlich. Jetzt, gerade eben da, wo ich beim Stream war, habe ich tatsächlich daran gedacht, weil es halt eben so Geschichten aus der alten Kindheit waren. Und ja, ich war ja mit ihr damals auf der Schule. Und ich habe ja auch mitgekriegt, was bei ihr abging. Heute ist sie ja auch offen damit. Also ich meine, sie hat es im Blog, hoffe ich, geschrieben. Ansonsten habe ich jetzt gerade was übel Privates von ihr rausgelassen. Dann tut es mir leid. Aber ich denke mal, dass er das jetzt nicht so schlimm findet, weil ja, mich hat sie ja im Endeffekt. Ich habe es halt alles mitgekriegt und so. Ich denke mal jetzt, dass es nicht schlimm findet. Ansonsten tut es mir natürlich leid, Lucy. So sollte das dann natürlich auch nicht sein. Du könntest dich ruhig auch mal melden, wenn du nicht irgendein PC-Problem hast. Da fühle ich mich nicht ganz so verarscht. Ach. Zerlegen das hier schon sorgfältig. Keine Ahnung, vielleicht sortieren wir es noch aus Farbe, nach Farbe. Was haltet ihr davon? Sorge, darauf habe ich keinen Bock. Mein Rechner ist zugestellt, das ist übrigens mein alter Rechner. i7-497 war damals als. Wie alt war ich da? 17, 15. Also ich habe mit 15 angefangen zu bauen, das weiß ich auf jeden Fall. Dann war noch ein i7-497 drin mit einer GT640. Ja, ihr habt richtig gehört. Richtig harter Bottleneck. Danach kam mit 17 eine 1060 rein. Dann nochmal neuer RAM, weil ich dachte, dass das irgendwie daran liegt, dass das ein Mikroruckler hat. Dann war es so eine Technik von Intel, die die APU mit benutzt, die diese Mikroruckler verursacht hat und immer irgendwie. Hat sich dann was auf die Festplatte ausgelagert, weil die APU von mir zu wenig RAM zugewiesen bekommen hat, denke ich mal. Also es ist nur eine Vermutung, ich weiß nicht, ob es genau daran lag. Fand ich auf jeden Fall lustig, wo ich das Video von mir gefunden habe, wo ich mich drüber aufreg. Also denke ich, jo, Junge, ich kann dir das Problem sagen, aber dafür brauche ich eine Zeitmaschine. Du verschwendest deine Zeit, mach einfach den Dreck im BIOS aus. So, dann packen wir das einfach in den Sack rein, würde ich sagen. Aber ich gehe mal kurz aufs Klo. Frag mich eh, was aus meinem Bruder geworden ist. Anscheinend hat er ja auch irgendwie ein Kind gehabt. Der war damals hier. Leider Gottes auch mal wieder. Und hat mir dann den Rest gegeben, psychisch glaube ich, weil es war auch eine Kackzeit. Das war 2018. Ja, da hat mir dann auch noch mein Cousin doch mal den Rest psychisch gegeben mit seiner Sache. Ich meine, Dulli war so zugekokst, dass er mir ohne Scheiß, also der hat mich zu seinem Geburtstag zweimal eingeladen und ich bin leider Gottes auch zweimal hingegangen, weil ich dachte, okay, jetzt ist alles wieder in Ordnung mit ihm. Und danach sitzt er da mit so 1000 Chunkies
zieht sich gerade so eine Line rein und sagt, ja, du bist jetzt 20 oder 19 war ich da, keine Ahnung. Du bist jetzt erwachsen, du kannst ja sowas auch machen. Ich nur, nee, Mann, weil ich gehe dann mal. So nach dem Motto war ich drauf, so bloß keinen Stress, hatte dann aber später trotzdem von den Drecksdeppen eine Drohung im Briefkasten, dass ich bloß meine Fresse halten soll. Sind wir ehrlich, ich habe sie nur gehalten wegen dem Typen, der mich dann später blöd angeschnauzt hat und wo ich sagen kann, Alter, du hast keinen Grund, mich anzuschnauzen. So nach dem Motto. Was habe ich da gepostet in meinem Status? Ich habe eine Karotte gegessen und ihm war das zu homosexuell, wie ich die Karotte esse. Das war kein Scheiß und ab dem Punkt habe ich so gedacht, ja Mann, fick dich, das war's letzte Mal und dann hat er mich halt auch noch belogen, was mein Bruder angeht. Der hat mich in der Zeit, also hat er sich so als Superman inszeniert und so gemeint, ich kann voll gut mit Drogen umgehen, ich habe damit aufgehört und so und dein Bruder das und das und weiter hat mein Bruder dann in der Zeit immer Drogen verkauft. Fand ich dann auch geil. Ja, mein Bruder ist heute auf der Straße. Aber wie gesagt, ich habe eh nicht so die Bindung zu ihm, meine Mutter aber, ich sag's wie es ist, sie hat auf jeden Fall damals ja, Misshandlungen an mir von ihm ziemlich ignoriert. Ich weiß nicht, wie oft ich keine Luft gekriegt habe. Und er trotzdem weiter auf mich eingeprügelt hat und dass ich nicht so eine Schwuchtel sein soll und das einstecken soll. Ja, das waren auch schöne Zeiten. Also so erinnere ich mich an meinen Bruder. Das ist auch auf jeden Fall krank. Und meinen Cousin, ja, zu dem hatte ich eigentlich ein relativ gutes Verhältnis am Anfang. Ich habe das halt einfach wegignoriert. Ja, früher dachte ich eigentlich, dass er nur kiffen tut. Ich war, keine Ahnung, 15 oder 14 oder so, wo ich das in der Zeit halt so mitbekommen habe. In Wahrheit war der schon so abgeschossen wie mein Bruder. Er hat mich dann auch in der Schule verteidigt, wo ich mal Stress mit einem hatte, der mir dann gleich zur Begrüßung in die Eier geschlagen hat. Ach, keine Ahnung, der ist dann heute irgendwie bei der russischen Mafia. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich für krasse, also was da eigentlich immer für kranke Leute an den Schulen rumjohren und was eigentlich unser System alles verpennt. Also das kann man auch mal sagen. Unser System ist echt krank und verpennt ziemlich viel und da denkt man halt auch immer so, ja, wenn ihr wüsstet, was für abgefuckte Leute hier und hier wohnen, ich sag euch, in meinem Dorf, da sind so viele Leute abgefuckt. Ich hab mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun, hatte nie was zu tun, aber leider Gottes habe ich Familienmitglieder gehabt, die was damit zu tun haben. Und daher weiß ich den ganzen Scheiß, kann aber heute sagen, ich will damit absoluten Dreck zu tun haben und ja. So ist das dann auch. Also ich habe auch wirklich nichts mit dem ganzen Scheiß zu tun, habe selbst auch durch die ganzen Erfahrungen niemals Drogen angerührt. Hab auch generell keinen Bock, welche zu nehmen. Hab auch keinen Bock auf den Rausch. Ich hab halt gesehen, was es anrichtet. Ich hab gesehen, wie Familien kaputt gehen. Ich hab, wie soll ich sagen, ja, die Hölle erlebt in der Richtung und ich hab nie welche genommen. Also, das war zu der Hölle mit der Schule, wo ich dann auch noch von den Lehrern drangsaliert worden bin. So der Gipfel, würde ich sagen, oh, meiner wunderbaren Laufbahn. Kann sagen, auf jeden Fall, ich distanziere mich nur noch von solchen Leuten. Und es gibt Leute, da kann man einfach sagen, das ist es nicht wert. Man kann auf Abstand vielleicht noch irgendwie mit denen reden, aber ich will es auf jeden Fall nie wieder. Hab gelernt, den Leuten kannst du nicht vertrauen. Das sind in Wahrheit blöde Wichser. Und lügen wie gedruckt. Ach, mein Bruder ist ja auch noch am Lügen. Ich glaube, der hat auch irgendwie seine Freundin damals irgendwie geschwängert. Ist auch auf jeden Fall richtig scheiße gelaufen. Wenn das stimmt.
Das war, wie alt war die? Ich glaube, die war 17, der war 26. Haben sich wohl gegenseitig wunderbar ausgenutzt, aber eigentlich war er der scheiß Erwachsene und hätte es ja wissen sollen. Ja, die Eltern von der waren auch ganz interessant. Die hatten sich einen Scheiß um die gekümmert. Da habe ich dann erstmal meine Mutter drauf angesprochen, was hat da eine scheiß 17-Jährige verloren, die gerade vielleicht sogar ja jünger ist als ich. Oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, war sie ein Jahr jünger als ich. Ich fand das dann auf jeden Fall schon ein bisschen krass. Und dachte so, ja, bei jedem anderen Menschen würde ich sagen, man kann ja gucken, ob das passt und ob da eine Ausnutzung stattfindet. Und bei meinem Bruder habe ich einfach nur so gedacht, ja, der ist zwar verliebt, aber meine Fresse, der ist kein Umgang für eine 17-Jährige. Auch wenn die komplett selbst in diesem Milieu war. Es war einfach für mich gesehen, was eher Schutz braucht als meinen verdammten Bruder. Ja, auf jeden Fall hat man dann gesehen, ja, das Jugendamt ist Müll, wie immer eigentlich. Und die Eltern von ihr waren ja wirklich absolut, also ganz ehrlich, die waren ja wirklich absolut entweder überfordert, in Anführungszeichen, was sie gerne als Ausrede nutzen, oder die waren einfach nicht interessiert daran, sich um ihre scheiß Tochter zu kümmern. Ja, auf jeden Fall kann es sein, dass die mit ihm ein Kind hat. Das ist jetzt wahrscheinlich auch so alt. Dann hat meine Mutter wohl auch ein Enkelkind. Was ist doch alles Krankes passiert dank meinem Bruder? Ach ja, die Dealer haben meine Mutter vergewaltigt, aufgegriffen am Bahnhof und wollten, dass sie Schulden bezahlt. Alter, ich sag dir, wo ich das gehört habe, ich habe kurz einen Moment gedacht, diese Menschen sind absoluter Abschaum. Ich würde mit denen was tun, wofür ich im Stream gebannt werde, wenn ich das sag. Und das als jemand, der eigentlich eher Pazifist ist. Ich find's auch scheiße, dass der Rechtsstaat da eigentlich relativ wenig tut, weil es war zu lange her und sie hat sich geschämt. Und ich hab gesagt, meine Fresse, du bist ein scheiß Opfer. Du schämst dich da nicht und die, wenn sie Benny was antun, das ist sein Bier. Du hast mit diesen Schulden nichts zu tun. Wenn der Abschaum sowas macht, ganz ehrlich, gehört er, keine Ahnung, Leben lang hinter Gittern. Keine Ahnung, Therapie oder was weiß ich was noch dazu. Oder was weiß ich, am liebsten würde ich hier eh was anderes sagen, aber ich fand das einfach nur krank, wo ich das gehört habe. Und sowas bringen halt einem die Leute. Sowas wollt ihr mit so einer Scheiße konfrontiert werden? Dann, ja, dann nehmt doch so tolle Drogen, lernt so nette Freunde kennen, die keine sind, und seid schön pro irgendwas. Pro das hier, pro hier. Und danach später, wenn ihr euch anguckt, könnt ihr euch selbst nicht mehr leiden, weil ihr sich so verändert habt. Oder ihr habt irgendwelche Drogen genommen, die euch verändert haben, oder sonst irgendwas. Aber diese ganze Scheiße verändert nicht nur euch, die verändert auch euer Umfeld. Also distanziert euch von so einer Scheiße. Das kann ich dazu einfach nur sagen. Wie gesagt, ich hatte mit dem ganzen Scheiß nie irgendwas zu tun. Ich hatte nur die Verwandten. Und das hat mir vollkommen gereicht. Und die leben auch wahrscheinlich noch in ihrer Scheinwelt, dass sie denken, dass das keiner weiß. Ich meine, der Name, der Familienname war quasi hier in meiner Gegend berüchtigt. Oh. Kann nur sagen, what the fuck. Das war eine abgefuckte Scheiße. Weswegen auch eigentlich glücklich bin, dass ich die Leute nicht mehr bei mir im Umfeld habe und so weiter. Also da bin ich auch glücklich. Meine Mutter, mein Bruder, ich bin glücklich, dass ich ihn nicht mehr sehen muss. Klingt für euch jetzt wahrscheinlich, also für sie klingt das immer hart, dann sage ich ihr, hey, was denkst du? Ich habe wegen ihm teilweise so oft Schmerzen gehabt. Denkst du, kann mich dann noch an die zwei Momente erinnern, die positiv waren? Ich erinnere mich eher daran, dass er eine fucking Bedrohung für mich ist. Ja, für sie ist es halt, es ist mein Kind, ich bin co-abhängig. Ich penne sogar in der Küche, weil er mein Zimmer braucht. Und ich denke einfach nur so. Ja, so war das in der Zeit. Ich kann euch sagen, ich glaube, wenn ich mal irgendwo hingehen würde an irgendeiner Stelle,
denen mal ein paar Familiengeschichten von mir erzählen würde, dann würden die mich wahrscheinlich berenten. Weil psychisch gesehen, ich bin Frack, kann ich nur sagen. Also, ich habe ja gesagt, ich lüge nicht in dem Stream. Mache ich nicht. Habe ich nie vorgehabt. Ich schweige nur normalerweise immer. Und versuche halt irgendwie eine lustige Nummer zu bringen, um mich selbst aufzuhalten. Aber ich sag, wie es ist. Ich fühle mich eigentlich nur noch scheiße. Versuche aber jeden Tag rauszukommen aus der Scheiße, aber kann sagen, es bringt echt nichts. Es fühlt sich einfach nur kacke an, alles nur noch. Also ich sehe halt immer nur eine Zukunft, wo ich sagen muss, keine Ahnung, ob sich's überhaupt noch lohnt aufzustehen. Meine Schulnoten sind, sage ich, wie es ist, kacke. Ich hatte damals eine richtig harte Depression. Ich bin teilweise nicht in der Schule gewesen. Ich habe vielleicht einen Dreierdurchschnitt und das ist ein scheiß Hauptschulabschluss. Und dann habe ich nochmal einen Dreierdurchschnitt bei einer mittleren Reife. Oder vielleicht war er auch höher, keine Ahnung. Mir waren Noten egal irgendwann. Ich bin da nur noch hingegangen, weil ich es musste. Und reden über die ganzen Sachen konnte ich natürlich nicht. Ich meine, wenn ich einmal gesagt hätte, was da bei meiner Familie abgeht, ich hätte Drohungen erhalten, würde ich wahrscheinlich auch für den Stream hier erhalten, aber das werden die eh nie sehen. Und ganz ehrlich, ich sag, wie es ist. Sollen sie mich bedrohen? Ich schicke ihnen die Bullen vor die Tür. Es ist mir so scheißegal geworden. Weil leider haben sie mich damit auch mit reingezogen und ich hatte damit nie was zu tun. Also ich habe da nichts zu erwarten und habe den Rechtsstaat hinter mir. War auf jeden Fall eine Scheißzeit. Also ich kann sagen zum Fazit, meine Jugend, meine Kindheit, Schrott. Aber ich bin nicht der Einzige, der so Schrott durchleiden musste. Also ich meine, ich kenne ja genügend Leute, die andere Weiten Schrott in einer anderen Form durchleiden mussten. Und ich kann sagen, ich frage mich, wie die eigentlich noch weitermachen, aber die haben dann immer irgendwie jemanden oder sonst irgendwas, was sie irgendwie antreibt. Und ich kann sagen, ich habe nichts mehr, was mich irgendwie antreibt. Ich sehe halt einfach so, wie es ist. Das Leben hat nicht so geil mitgespielt und ja, heute bin ich quasi mit meinem Abschluss überall unten durch. Ich bewerbe mich irgendwo. Ich bin unten durch, weil man ist ja automatisch der Assi oder was weiß ich was mit so einem Hauptschulabschluss. Und da kann man sich dann nicht vorstellen, dass der Typ dann tatsächlich was im IT-Sektor drauf hat. Und ich wollte, wie gesagt, nur IT-Systemelektroniker werden. Das war ein Handwerkerberuf oder so IT-Systemintegration. Das wäre auch relativ cool, weil das halt tatsächlich das ist, was ich gerne mache. Anwendungsentwickler jetzt eher nicht so wirklich, aber ich kann es halt auch ein bisschen, aber ich würde das halt auch dann gerne als Ausbildung machen. Denkt ihr, irgendeine Sau nimmt mich? Nein, das funktioniert nicht. Ich habe so viele Absagen erhalten, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte und hab's dann gar nicht mehr versucht. Also ich hab's dann doch ein paar Mal wieder versucht, dann habe ich wieder Absagen bekommen und irgendwann habe ich dann so gedacht, ach, ich schreibe das jetzt einfach nur noch zum Spaß. Macht doch Bock. Gibt eh nicht so viele Ausbildungsstellen, wo die ja dringend Auszubildende suchen. Scheiß Lügner. Ja, Unternehmen, ich weiß, dass ihr nicht ausbildet. Ich habe den Beweis auf meiner scheiß Festplatte. Das sind so viele Bewerbungen, dass ich kotzen muss. Ich weiß, dass ihr nicht ausbildet. Erzählt es keinem, ihr sucht euch einfach immer was aus, was ein Alien sein muss, weil das existiert nicht. Nehmt mal das, was da ist und bildet die Leute wirklich aus. Ich krieg ständig Anfragen von irgendwelchen Unternehmen, die mich fragen, ob ich das und das für sie machen könnte. Und dann frage ich nach, ja, okay, aber dafür bräuchte ich eigentlich eine Ausbildung, damit ich das Zertifikat habe, um das zu auszuführen. Dann sagen sie, ja, sowas bieten wir leider nicht an, aber melde dich doch gerne, wenn du ausgebildet bist. Und ich denke dann so, Aah! Ist nicht euer Ernst. Keine Ahnung, wer es mal genauer wissen will, vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch, weil ich kann sagen, ich kann das gerade einfach nur wirr erzählen, weil ich unterdrück diese ganzen Erinnerungen gerne. Ich will, dass die aus meinem Kopf verschwinden. Ich will das nicht mehr in meinem Kopf haben müssen. Also im Endeffekt versuche ich daher, das immer wegzudrängen. Und wenn ich dann daran denke, dann kommen da immer eine ganze Menge mehr hoch, an das ich eigentlich mich gar nicht mehr erinnern möchte. Keine Ahnung, vielleicht tue ich dann irgendwann mal, falls ich Demenz haben sollte, was ich hoffe, dass ich wenigstens vermeiden tue mit meiner gesunden Ernährung und dem ganzen Zeug. Ja, ich kann dich jetzt nur mit dem Ellenbogen streicheln. So war gerade die Katze.
dass ich dann wenigstens davor verschont werde, mich daran wieder erinnern zu müssen. Also die Horrorkindheit will ich nicht mehr in meinem Kopf haben und die Horrorjugend eigentlich, obwohl es gab auch mal eine ganz kurze Zeit, die mal okay war. Wirklich, also es gab mal wirklich eine ganz kurze Zeit, die so eigentlich so Durchschnitt war, glaube ich zumindest, dass es Durchschnitt war. Und ja, der Rest junge Erwachsenenleben, ich sag euch, wie es ist. Ich war irgendwann von dem ganzen Zeug so traumatisiert, ich hatte eine Weile keine Gefühle mehr. Ich habe mich kacke gefühlt, danach hatte ich wieder leichte Störungen. Das fand ich dann auch natürlich noch scheiße dazu, habe mich scheiße deshalb gefühlt, hatte auch nicht den Mumm darüber zu reden, obwohl es viele Menschen betrifft in unserer Gesellschaft, aber man redet halt nicht drüber, also habe ich mich wie Müll gefühlt, weil ich halt mal wieder nicht so normal laufe wie alle anderen, was ja auch vollkommener Bullshit ist. Ja, Hilfe suchen war eh immer so eine Sache, das gab's bei uns in der Familie nicht, man hat das runtergeschluckt. Das war immer eigentlich so gang und gäbe, also, soweit ich mich daran erinnere. Heute kann ich sagen, ja, eigentlich bin ich wunderbar am Arsch. Mal gucken, ob das besser wird. Ich hoffe es echt. Keine Ahnung, ich habe aber, muss ich zugeben, dieses Jahr war so das letzte Jahr, wo ich nochmal versucht habe, wirklich irgendwas hinzukriegen. Muss sagen, ich bin wunderbar wieder auf die Fresse geflogen, aber versuchen, 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 vielleicht klappt mal irgendwas. Aber das Beste ist ja, dass ich dann auch diese Kackakne bekommen habe, wo ich meine Depression hatte oder immer noch habe. Also wo sie extrem schlimm war, dass ich nur noch heulend im Bett war. Das war die Zeit, da war ich dann viel draußen, dann hatte ich auf einmal diese verdammte Kackakne, schwersten Grades, keine Ahnung. Die Ärzte meinten, dass man mir anscheinend irgendwie Steroide untergemogelt hat. Dann war ich mir kurzzeitig tatsächlich nicht mehr sicher, ob das wieder meine scheiß Verwandten waren, weil ich halt in dem Monat dann halt auch angesprochen habe, dass ich das und das mag. Und ich weiß ja nicht, wie die drauf sind, weil die hatten ziemlich kranke Vorurteile damals, wo ich sie kannte, und ich dachte eigentlich, das hätten die abgelegt. Keine Ahnung. Heute würde ich sagen, wahrscheinlich sind sie einfach etwas gemäßigter extrem geworden. Und es uns sagen, ja, das kann man ausleben, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit angeben oder existieren. Aber keine Ahnung, ob das so war. Ich hätte theoretisch Haarproben. Ich sag euch, ich war so paranoid. Ich sag euch, bei der Familie seid ihr irgendwann so paranoid, dass ich Haarproben immer noch hab. Keine Ahnung, könnte ich mal nachgucken. Aber ich hab die einen Monat später erst gemacht, wo die Hautärztin mir gesagt hat, dass das normalerweise eher durch Drogen kommt, so eine heftige Akne. Und ich dann einfach nur so dachte, ja, ich hab eigentlich nur bei einem Haushalt in der Zeit was gegessen und danach ging die ganze Scheiße los. Und dann so, ha, Kacke. Kacke, wenn das mal wieder von denen kommt, aber ich hoffe es einfach nicht. Also wie gesagt, ich habe dann nochmal einen Bluttest machen lassen, ob da alles von den Hormonen her stimmt. Ja, später auf jeden Fall hat alles gestimmt. Also sie geht jetzt auch endlich weg mit diesen Hammer-Tabletten, die ich schlucken muss, damit sie endlich verschwindet. Aber es war schon seltsam, dass ich auf einmal in dem Zeitraum Akne hatte und dass die Ärzte alle sich einer Meinung waren, dass das definitiv durch Drogen verursacht worden sollte, so eine heftige Akne. Das ist sehr selten ist in meinem Alter, dass die einfach so ausbricht, wenn man vorher so aussah. Wer weiß, vielleicht war es auch Zufall, aber ich kann dieser Familie gar nicht mehr vertrauen. Ich kann der wirklich gar nicht mehr vertrauen, gerade bei dem, was passiert ist. Ich würde sagen, distanzieren war die beste Entscheidung meines Lebens. Auch wenn ich jetzt noch alleiner bin als sonst, aber die waren, also einsamer bin als sonst, aber die waren, sind wir ehrlich, die waren nur daran interessiert, dass man sie nicht bei der Polizei verpfeift. Einen anderen Grund gab es nicht, wieso sie für mich da waren, vermute ich mal. Keine Ahnung, vielleicht haben sie mich auch gemacht. Ich glaub's nicht. So, vielleicht bei meiner Tante, weil bin ich mir aber heute auch nicht mehr so sicher. Bei meinem Cousin, vielleicht mochte der mich tatsächlich auf eine komische Art und Weise, aber sind wir ehrlich, gut für mich war er definitiv nicht. Zumindest in den letzten Jahren dann. Und gut, es sind eigentlich die wenigsten Menschen, also keine Ahnung. Ich hab den eigentlich mal echt eine Zeit lang gemocht, aber ich
Kann ihm heute echt nicht mehr vertrauen. Kein Meter, da sind so viele Lügen gewesen. Und er hat mich auch schon zweimal versucht, in Scheiße zu bringen. Aus dem Grund würde ich sagen, nein. Also er war auch leider Gottes die Person, die ich in dem Jahr dann zum Reden hatte. Deshalb fühlt sich's doppelt scheiße an. Neben Erik, der auch dann da war in der Zeit. Also mit dem Erik war ich auch sehr viel unterwegs. Ja, dem war wahrscheinlich langweilig und der hatte gerade auch niemand anderen, mit dem er unterwegs sein konnte. Aber ja, immerhin war er dann da, wo eigentlich jeder andere mich im Stich gelassen hat. Also ich hatte sonst tatsächlich echt niemanden und allen anderen war es eigentlich scheißegal. Und die haben gar nicht gemerkt, dass es mir scheiße geht. Die haben das nicht gemerkt, denen war das eigentlich egal und da habe ich eigentlich gemerkt. Ja, auch wenn Erik manchmal in der Vergangenheit Mist über dich gelabert hat, er war auf jeden Fall ein echter Freund und also ein guter, echter Freund, wozu er zu einem hält. Obwohl er das auch eine Zeit lang nicht gemacht hat. Also ja, wie soll ich sagen, er ist schon mal einer der Menschen, die man dann wirklich als Freund wahrnehmen kann, also als guten Freund. Und nicht nur dieses Kumpelzeug. Also ich bin dein Freund in Anführungszeichen, sondern Kumpel. Wir können reden über das alltägliche Wetter, aber mehr nicht. Das kann ich dazu sagen. Ja, das kann ich dazu sagen, ist mein Lieblingswort heute. Mein Lieblingssatz. War auf jeden Fall. Ach, irgendwie hat das was Therapeutisches. Ich weiß, es wird eh niemand sehen, deshalb mache ich das gerade. Keine Ahnung, vielleicht kann ich das Video auch mal meinem zukünftigen Therapeuten schicken. Sehen Sie, Sie können das an Ihre anderen Auszubildenden weiterleiten, die können vielleicht an mir was lernen. Naja. War auf jeden Fall ein Kackjahr dann noch mit dieser Kackakne dann, die mir alles kaputt gemacht hat. Rausgehen ging ja dann nicht mehr. Dann Sonnenschutz hat ja auch dann die ganze Zeit gefehlt. Also vielleicht liegt die Akne auch an den Hautverbrennungen. Das war auch nicht klar, aber die meisten haben eigentlich gemeint, Hautverbrennung und so weiter kann es nicht nur gewesen sein. Und deshalb habe ich halt für einen Moment gedacht, okay, du hast eigentlich nur, und du weißt, dass die da etwas komisch sind. Und vielleicht hättest du einfach, ganz ehrlich, vielleicht wäre es besser gewesen, vor denen die Klappe zu halten und ihren Willen auszusprechen, dass man darüber ja in der Gesellschaft, dass man das versteckt, so nach dem Motto. Zumindest vor denen, weil sie echt gefährlich sind. Ich meine, ich weiß doch, wie die damals auf Lucy reagiert haben. Die ist schon aufgefallen, dass das irgendwie voll schwul sein könnte. Ja, dabei war es eigentlich, war sie ja transsexuell zum Schluss. Dann ich so, nee, das hat mit der Art nichts zu tun, ob man schwul ist. Ich weiß nicht, wieso ihr, also eigentlich hätte ich am liebsten gesagt, ich weiß nicht, wieso ihr denkt, dass jeder ein schwuler Femboy ist, der sich einen Daddy krallen möchte. Die meisten stehen ja auch eher auf Jungs. Und also halt eben so auf das 18 bis 24 ist ja eher so die Zielgruppe bei den meisten. Und dann so, ja. Dann denke ich halt so, ja, okay, ihr eure komischen Klischees, aber wie gesagt, das ist ja bei jedem anders. Ich will da jetzt niemanden über den Kamm scheren. Ich sag nur, dass halt die Mehrheit so ein bisschen schon in die Richtung geht, aber definitiv nicht dieses Daddy-Femboy-Gedöns, was halt gerne erzählt wird. Das ist, denke ich, definitiv Bullshit, auch von den Statistiken her. Also die Leute sind auch normale Männer, die einfach nur auf Männer stehen. Also muss nichts bedeuten, dass die dann mit Make-up und so rumrennen oder weiblich reden oder so Sachen. Fand ich auch dann, also das war so das erste Mal und da waren die eigentlich auch schon so ein bisschen älter, wo ich gedacht habe, ja, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Und die haben dann auch so richtig entsetzt getan. Und ich weiß noch, wo dann Lucy dann noch gebracht hat, dass sie bald zur Polizei möchte, hättet ihr das Gesicht von denen sehen müssen. Da hat sie dann noch gesagt, ja, dass sie auch gerne sich überlegt, eine Ausbildung bei der Polizei zu machen und das bei dem Haushalt zu sagen, der irgendwie nur Dreck am Stecken hat. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Gesichtsausdruck, den sie da hatten.
Ich frage mich eigentlich immer, wieso meine Mutter so viele Sachen einfach ignoriert hat, aber sie hat damals halt auch ganz ehrlich gesagt keine andere Wahl, aber ganz ehrlich, auf manche Begegnungen könnte ich verzichten und ich sag euch, unsere Gesellschaft hat ziemliche Probleme, was Drogen angeht. Also abhängig sind sehr viele Menschen und da würde ich auch Alkoholabhängigkeit mit reinziehen, aber da habt ihr dann wenigstens nicht diese kriminellen Strukturen, die euer Leben arschen. Deshalb sage ich, legalisiert die Scheiße einfach. Wisst ihr wieso? Weil diese kriminellen Strukturen einen ficken, die Familie ficken und diese kriminellen Strukturen wollen Geld, 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 Geld. Habt ihr beim Alkohol nicht, das ist der einzige Vorteil. Aber die Leute, die das nehmen, die nehmen das weiter. Träumt mal schön weiter. Und selbst wenn es Therapiemöglichkeiten gibt, es ist ein Wunder, wenn sie sie annehmen. Es ist wirklich ein Wunder, wenn sie mal selbst aufwachen und sehen, ich will sie nicht mehr. Das ist ein Wunder. Ich kenne wenig Leute, die nicht, also die meisten sind irgendwie noch substituiert oder nehmen es heimlich weiter und sagen einfach, sie werden therapiert. Ja. Manche haben auch gleich aufgehört. Also könnte ich eigentlich auch mal einen reinnehmen, der da auch eigentlich immer ganz ehrlich drüber redet. Ich weiß nicht, ob er das im Livestream von mir machen würde. Aber so kann ich das halt eigentlich sagen. Aber ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass ich mit meiner Familie so meine Probleme habe. Das haben wir jetzt gelernt und dass meine Schulzeit eine echt beschissene Schulzeit war und meine Kindheit durch Familienmitglieder und Schulen, wo man ja eigentlich denken tut, dass die eigentlich eine Unterstützung sein sollten, kaputt ging, was ich auch richtig krass fand. Das muss ich auch nochmal sagen zum Thema Kinder unter Drogen setzen. Als Ultimatum, dass ich nicht auf die E-Schule komme, hat man damals gesagt, ich soll Ritalin schlucken. Ritalin, das ist übrigens so nebenbei eine ziemlich geile Aufputschdroge oder für Konzentration und so weiter, nehmen ja auch gerne Leute. Und wenn ihr mal genau lest, was Ritalin eigentlich für eine Droge ist, also zu welchen Drogen es gehört, werdet ihr wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier nennen darf im Stream, aber eigentlich ist es ja eigentlich eh schon scheißegal, aber ich denke mal, die meisten Leute, die sich so ein bisschen auskennen, wissen, was Ritalin eigentlich ist. Und sowas gibt bei Kindern einfach so, weil sie zu wenig Fokus haben auf den Lehrer und vermutlich private Probleme. Und da hat man mir das ohne Scheiß geben wollen, ohne dass ich irgendwie ADHS habe. Also bin ich dann zu so einer Prüfstelle gegangen, hatte kein ADHS und sie haben es weiterhin als Ultimatum genannt. Also die Schule hat weiterhin als Ultimatum genannt, dass man mich unter Drogen setzt, die Aufmerksamkeit erhöhen, weil es einfach fucking Drogen sind, die erstens komplette Veränderungen im Gehirn, gerade im pubertierenden Zustand auslösen. Und ich finde, so eine Scheiße sollte eigentlich nicht mehr gegeben werden, wenn man tatsächlich diese Krankheit hat. Das sollte man nur geben, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Und da sieht man halt einfach, dass man die Kinder in unserem System ruhig stellt, statt sich um sie zu kümmern, weil halt alles einfach immer scheiße geplant ist. Wir kein Geld in Bildung stecken, wir kein Geld in die Zukunft stecken und wir einfach scheiße sind vom System. Ja, eigentlich haben wir heute sehr viele Themen gehabt. Ich denke mal, ich rede irgendwann mal tatsächlich, wenn ich nicht gerade einen Schrank aufbaue, über sowas. Wen es interessiert, wer ich eigentlich in echt bin und nicht nur, was ich hier mache, keine Ahnung. Und wer sich auch mal ernsthaft mit mir unterhalten will und nicht nur irgendwelche dumme Scheiße labert im Chat, können wir auch mal machen. Aber dann werde ich halt vermutlich einfach die dummen Nachrichten nicht mehr beantworten. Mache ich natürlich manchmal, weil ich halt so denke, ja, ist halt ein dummes Kind, was sich lustig fühlt. Kann man ja auch mal drauf antworten, aber ich würde halt auch ganz gerne dann eher einen reiferen Stream machen, wo wir dann auch wirklich uns mit den Thematiken auseinandersetzen, ohne gleich beleidigend zu werden, ohne gleich eine Hexenjagd zu starten, ohne uns gegenseitig anzufeinden. Einfach gechillt sein. Ist doch ganz einfach. Okay? Ist kein Problem. Wir können einfach gechillt miteinander reden, ohne so eine ganze Scheiße. Ich kann euch einfach mal erzählen, was so bei mir passiert ist. Und ihr könnt auch erzählen, was bei euch passiert ist. Aber ihr sollt euch klar sein, ist live. Ihr müsst da dann am besten nicht euren Klarnamen benutzen oder so.
Meinetwegen könnt ihr auch ein neues Konto erstellen. Ich weiß auch nicht, ob die Geschichten dann erfunden sind. Natürlich könnt ihr das dann verifizieren und was weiß ich was. Aber eigentlich kann man auch mal einen Kanal machen, wo man über die Tabuthemen redet, die man in der Gesellschaft ja eigentlich leider niemals anspricht. Ja, ich meine es mal so, ich kenne ja das Problem, wenn man mal über seine Probleme redet. Also bei mir ging ruhig, wo ich meine Mutter während Corona gepflegt hätte, dass ich sie umgebracht hätte. Das ist leider kein Scherz. Man hat dann hier rum erzählt, dass es hier nach Verwesung ruhig, lustigerweise waren das dann aber die Nachbarn, die auch meinen Cousin kennen. Also keine Ahnung, ob der da was gesagt hat. Auf jeden Fall stand dann meine Cousine vor der Tür und tat so, als ob ich meine Mutter umgebracht hätte, während ich eigentlich für sie Reis gekauft habe, den Scheiß gekocht habe zu einer Suppe, dann versucht habe, mich nebenher nicht anzustecken. Ich war geimpft, ich habe mich nicht angesteckt übrigens. Und dann war sie gerade beim Arzt, wo die dann ankam und dann hat die so getan, ja, ich will Ruth sehen, bla bla bla. Und ich so, was stimmt mit euch nicht? Und das war halt auch nach diesem Streit. Und da denke ich eigentlich, ja, okay, wollten sie mir wahrscheinlich eins reinwirken und mich hier in der Nachbarschaft als Mörder darstellen. Fand ich auch relativ. Also ab dem Punkt habe ich so gedacht, so, jetzt seid ihr alle für mich gestorben, hab jeden aus den Filter, hab jeden aus meinem Status rausgenommen, damit sie nichts mehr von mir wissen. Bis auf jetzt die Freunde, ich glaube Steffen habe ich noch drin, den kannte ich durch Robin und der hat angeblich mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun, laut ihm. Ich weiß aber nie, wie weit Robin lügt, aber ich schätze mal nicht, dass er was damit zu tun hatte. Und der war auch eigentlich über ganz okay zu mir, keine Ahnung, ob er zu den Leuten gehört, die sich über mich lustig gemacht haben, weil ich halt einfach Broadcast yourself im Status mache und zeig, was ich tue. Und ich zeig halt eben, dass ich nicht der perfekteste Mensch bin. Oh mein Gott. Ich habe auch manchmal Unordnung. Ich fühle mich auch manchmal schlecht. Ich habe Gefühle. Oh mein Gott. Und das geht ja für die manchen Menschen einfach nicht. Und die machen sich dann halt einfach drüber lustig als Schutzreaktion oder was weiß ich was oder weil sie dumme Wichser sind. Kann auch sein. Ich sitze vom Charakter einfach dumme Wichser. Ja, auf jeden Fall, der hat dazu nicht gehört, dachte, denke ich zumindest. Keine Ahnung. Vielleicht guckt das so auch meine durchgeknallte Familie weiter an, was ich so für tolle Sachen mache, wie ich mit dem Rad unterwegs bin oder wie ich Müsli esse oder was weiß ich was und checkt nicht mal, dass das teilweise Mediensatire war, was ich da gemacht habe, aber generell hat die Familie nie was gecheckt. Also meine ganzen Kanäle waren anfänglich als Mediensatire gedacht. Also am Anfang war alles Mediensatire, jetzt ist es ja tatsächlich ich. Ich habe keinen Bock auf den ganzen Scheiß. Ich habe keinen Bock, mich zu verstellen. Ich habe keinen Bock, euch die perfekte Welt darzulegen, die nicht existiert. Nee, Mann, ich zeige euch das, was wir haben. Ein Haufen Scheiß-Probleme in unserer Gesellschaft. Ich zeige euch nicht die perfekte Welt. Das mache ich vielleicht in den Streams, die wirklich USK 12 sind. Da tue ich so, als ob die Welt ein wunderschöner Ort ist, wo alle Regenbogen scheißen. Aber nee, in Wirklichkeit tun wir uns alle selbst steinigen wegen grundloser Scheiße und weil wir nicht aufeinander klarkommen und weil wir gegeneinander aufgestachelt werden. Und manchmal sind wir auch dumme, blöde Wichser oder vielleicht kommt mal jemand nicht mit irgendwas klar. Dann ist es wichtig, die Leute aufzugreifen und zu holen und zu retten, bevor sie irgendeine Scheiße machen. Aber das sind Träume. Manche Sachen kann man halt einfach nicht lösen. Und über die Energiegröße müssen wir gar nicht erst anfangen. Ich glaube, wir wissen, wer es verbockt hat. Und ich finde es auch eigentlich scheiße, dass die Medien irgendwas von einem Blackout reden, der niemals kommen wird, weil jeder, der mal ein bisschen nachrechnen kann, weiß, dass das Bullshit ist. Unsere Preise sind nur so hoch, weil das alles an diese verdammten alten Drecksrohstoffe, an die alten Scheiß-Drecks-Fossil-Brennstoffe gebunden ist oder was weiß ich was. Merit Order oder wie man es richtig ausspricht, keine Ahnung. Man könnte es auch einfach dummer Scheißdreck nennen, der beispielsweise die Solarenergie künstlich teurer macht und da denkt man halt auch so, ja, geil, verarscht uns doch alle. Und in Bildung, wie viel da investiert wird, könnt ihr denken. Ich sag einfach, es ist ein scheiß Klassensystem. Und es kommt immer darauf an, aus welchem Haushalt ihr kommt, welche Behandlung ihr erfahrt. Es kommt immer darauf an, wo ihr herkommt. Das ist kein Bullshit. Und dann finde ich es richtig lustig, dann finde ich es fast schon seit sarkastisch, wenn jemand eine Doku macht,
Guck mal, das Kind war Hartz IV und das hat es geschafft, mal zu studieren. Oh mein Gott, das schaffen vielleicht 0,00000001%. Okay, das ist vielleicht ein bisschen ganz extrem, aber so ungefähr kam das einem dann vor. Also, da habe ich so gedacht, ändert was doch bitte daran. Wieso muss man immer vom Gehaltscheck abhängig sein? Wieso kann nicht jeder in Deutschland unter angemessenen Verhältnissen leben? Was ist daran so schwierig? Wieso müssen Leute leiden? Wieso müssen Leute in unserem verfickten Land eigentlich immer leiden unter abgefuckten Bedingungen? Wieso müssen sie leiden? Wieso? Damit jeder in so einen Drecksjob geht, den er eigentlich hasst? Damit man die 8 Stunden voll kriegt, die es gar nicht braucht? Andere Länder gehen in die 3-Tage-Woche. Wir überlegen die 58-Stunden-Woche. Was ist los mit diesem Scheißland? Und Kinder sind jetzt schon arm. Sie werden arm geboren, haben zu wenig Geld, um sich Schulsachen kaufen, also damit die Eltern ihnen Schulsachen kaufen können. Und später sind sie das dann auch wahrscheinlich als Erwachsener, weil dieses System dann automatisch einen Fick auf sie gibt. Ja, ist das nicht großartig? Das ist eure Zukunft, liebe Kinder. Gott, ich glaube, ich sollte Kinder motivieren im Kinderprogramm. Genau, und deshalb wählt CDU. Die stehen nämlich für, wir mögen menschenunwürdige Bedingungen, damit die Leute sich zu Tode schuften für irgendwelche dummen Flachwichser, die zu viel Geld haben. Und dass wir ganz viel Überproduktion in unserem Land haben. Willkommen bei der CDU, meine Kinder. Willkommen. Es wird toll. Ich weiß auf jeden Fall, wieso der eine Typ Furzen Fritz Merz heißt. Ich meine, der war ja auch dafür, dass die Vergewaltigung in der Ehe wieder keine Straftat ist. Was ist schon einvernehmlicher Sex, oder? Einfach mal drüber gehen. Und keine Ahnung, vielleicht sagt er, hypnotisiert sie doch. Dann, okay, das funktioniert übrigens nicht so. Also Hypnose funktioniert so nicht. Damit sich von euch besteigen lässt oder was weiß ich was. Das ist wahrscheinlich der nächste Satz, der von ihm kommt, damit es einvernehmlich ist oder was weiß ich was. Wäre übrigens auch natürlich illegal, also ihr dürft niemanden zu irgendwas drängen, was er nicht möchte, sage ich hier auch nochmal dazu, weil ich weiß, ich stream für jüngere Leute, die verstehen meinen Sarkasmus möglicherweise nicht. Ich habe es versehentlich für jüngere Leute gestreamt. Ich entschuldige mich auch dafür, wenn ich damit irgendwelche Leute in irgendwelche Themengebiete gebracht habe, die sie möglicherweise psychisch belasten. Aber sind wir mal ehrlich, ich war damals auch ein Scheißkind und ich habe die ganze Scheiße auch abbekommen und denkt ihr, das Jugendamt hat sich einmal darum geschissen. Die hat's mir eher noch, das Jugendamt hat es mir eher noch schlimmer gemacht. Denen geht's auch nur um Gelder. Gelder, 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 ohne Scheiß. Das ganze Leben dreht sich nur um dieses verfickte Kackgeld und eigentlich will jeder eigentlich nur so einen gewissen Standard haben, ein paar Freunde um sich rum. Aber nee, in Wahrheit ist man irgendein dummes Fließband, Sklave, der für irgendeine Scheiße arbeitet, worauf er gar keinen Bock hat. Und danach tun sie alle sich zu Tode saufen. Tut mir leid, das ist meine Stimmung, es ist gar nicht so schlimm. Aber ihr wisst, was ich meine. Es kotzt mich dezent an, wie alles so läuft und ja, der Stream ist jetzt länger als gedacht. Ich mache den jetzt auf 1 Stunde 40, verabschiede mich dann noch von euch ordentlich, werde dann den ganzen Müll hier wegputzen. Dann gibt es noch mal einen Aufbaustream von dem IKEA-Regal, wenn wir schon das hier gemacht haben. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, wenn ich jetzt mal richtig aus meiner Kindheit erzählt hätte und was nun in der Jugend passiert ist und was so mit manchen Familienmitgliedern passiert ist, die ich hatte, dann wäre das Video gefleckt, denke ich. Also höre ich einfach da auf, wo mein Redeschwall aufhört. Rede, bla 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 bla. Ohne Witz, ich kann so viel reden, das ist unglaublich. Also diese Streams sind immer mit Kommentar. Daran müsst ihr euch einfach gewöhnen. Selbst in Valorant, ich kann einfach keinen Stream machen, ohne dass man irgendein Thema anspricht, weil ich finde das langweilig. Was bringt mir dieses nutzlose Gameplay überhaupt? Ich weiß, dass viele Leute das halt angucken, weil sie, ich soll doch mehr mit Punkt und Komma reden, weil sie Entspannung suchen nach einem harten Tag oder vielleicht wollen sie sich genau von solchen Sachen jetzt ablenken und suchen halt leichte Unterhaltung und meinen, ja, das brauchen wir oder
Ich will mich jetzt gerade nicht mit meinem Leben auseinandersetzen und was möglicherweise da läuft. Und dann kommt es eigentlich dumm. Ich weiß, das Zeug, was ich mache, erreicht niemals dadurch diese wahnsinnige Reichweite. Aber bei dem Kanal ging es auch nie um Reichweite. Ging es nicht. Und Werbeeinnahmen, Leute, ist ein Scherz. Ich glaube, ich mache die Werbung bald einfach aus. Die 40 Cent und dafür tue ich die Leute abfacken. Nein. 40 Cent im Monat, Alter. Vielleicht, wenn ich Glück habe. Manchmal ist es weit darunter. Ihr könnt natürlich auch abonnieren, aber ich sag's, wie es ist. Die meisten Leute gucken das sich an, finden mich langweilig, gehen weiter oder fangen schon nach der ersten Minute an zu sagen, auf den habe ich keinen Bock. Und das ist halt ganz ehrlich. Und ich will diese ganzen Social Media Techniken machen. Ich will es nicht machen. Ich werde diese Social Media Technik nicht machen, um euch zu verarschen, damit ihr länger dran bleibt. Wird's hier nicht geben. Sorry. Ich werde auch keine persönliche Bindung zu euch aufbauen oder sonst irgendeine Kacke. Ich werde auch keine dummen 0815 Challenges machen. Ich werde sie höchstens verarschen. Mir ist dieser ganze Reichweiten-Bullshit-Rummel nicht so wichtig. Und, ich will auch kein professioneller Moderator werden, der hier irgendwas Besonderes macht, in Anführungszeichen. Was auch immer daran besonders sein soll. So, ich meine, manche haben sich ja einfach damals vor einem Glücksspielautomaten gesetzt und das gestreamt und die kleinen Kinder fanden das dann voll cool, wie sich der große erwachsene Mann über Klimper-Klimper-Animationen freut. Und ich dachte nur so, Mann, ist das peinlich. Aber es funktioniert. Also es ist schon klug, das so zu machen. Also ich denke schon, dass die wissen ganz genau, was sie tun. Die sind in einem Alter, da müssen sie es eigentlich wissen. Aber ich sag manchmal, manche sind die Leute so unreif, da denkst du, sie sind ja eigentlich 30, aber nehmen sich wie 15. Klar, ich bin jetzt auch nicht so die reifeste Person auf diesem Planeten, aber ihr wisst ganz genau, ich weiß wenigstens, wie man sich benimmt und ich weiß, wie man sich so weit verhält, damit man jetzt zum Beispiel mit, okay, ich gebe zu, ich tue nachher den Streamer, aber vielleicht USK anheben, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das möglicherweise ein Kind traumatisieren kann, was ich jetzt hier rede, wenn ich über meine traumatischen Erlebnisse aus der Kindheit rede. Aber eigentlich ist es ja eher so Doku-Format, also ich habe jetzt ja nichts Detaillierteres erwähnt, also ich bin ja nicht ins Detail gegangen, was da alles so passiert ist. Wenn ich das gemacht hätte, hätte es vielleicht möglicherweise wirklich traumatisierend sein können, aber so, wenn ich jetzt darüber erzähle und eigentlich ja, in eine gute Vorbildsfunktion wechselt, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Ich sage ja nicht, das ist super gewesen und so weiter. Ich gehe jetzt auch nicht ins Detail rein, wie das alles funktioniert mit dem Handel und was weiß ich was und was da für Strukturen dahinter stecken und wieso die Menschen sich an die Leute binden, könnte man vielleicht noch erwähnen, dass die einen angeblich verteidigen oder halt das bringen, was die Leute brauchen. Und dass das so eine leichte Sekte ist, das könnte man vielleicht auch noch dazu sagen, aber da müsste man halt auch wieder reden, was ist eine Sekte? Also ich würde sagen, der Content hier ist USK 16 auf jeden Fall. Also werde ich es halt so taggen, dass es USK 16 ist und ich denke mal, Twitch ist ja 13 plus mit Eltern. Und liebe Eltern, wenn ihr das anguckt, bitte nur 16-Jährige sehen lassen oder Kinder, die eh schon so eine Kack-Kindheit haben wie ich, dann ist das für die nichts Neues. Oder es gibt hier genügend Kinder, meine ich ja. Bin ja nicht der Einzige, der mal Scheiße erlebt hat. Dann könnt ihr euch mal andere Scheiße anhören. Ihr seid nicht alleine damit. Auch wenn die Leute immer auf perfekt machen. Ja, und das weiß ich jetzt, weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich hatte. Also, ja, auf jeden Fall gibt es da ziemlich viele Streamer, die so an die moralische Grenze gehen, was man Kindern zeigen kann. Die gehen dann halt absichtlich an so Glücksspielautomaten und dann halt auch absichtlich an so eine jüngere Zielgruppe, wo du halt so denkst, ja, man animiert 10-Jährige zum Glücksspiel und freu dich drüber. Zum Glück haben die Eltern, die hoffentlich darauf aufpassen, dass sie da ihr Geld nicht reinstecken und die Leute, die diese Automaten betreiben, hoffentlich auch darauf aufpassen, dass da kein Kiddie dran geht. Aber es sind ja halt leider auch die 18-Jährigen plus, und ich sag's euch, wie es ist, ihr seid mit 18, auch wenn man das euch sagt, ihr seid da ehrlich gesagt noch nicht wirklich reif. Sorry, deshalb gibt's in vielen Berufen eine Reifeprüfung und
Deshalb darf man manche Berufe auch erst ab 25, 24 und so machen oder muss davor eine Reifeprüfung ablegen. Da gibt es seine Gründe. Ihr seid nicht wirklich reif. Euch sagt man das einfach nur, weil ihr jetzt halt einfach so in dem Alter seid, wo man sagen kann, ihr könnt mal ein paar Verträge machen und eigene Entscheidungen treffen, aber ihr seid nicht wirklich reif. Manche sind noch nicht mal reif, mit 30 ein Kind zu kriegen. Lasst euch nicht verarschen. Die Gesellschaft hat merkwürdige Ansprüche, kommt noch aus alten Zeiten. Da war es normal, dass ihr verheiratet seid in meinem Alter und Kinder habt, weil man die Männer in den Krieg schicken musste und die Frauen gefälligst vor den Herd gehört haben. Aber es gab auch noch Zeiten, da war man auch erst erwachsen mit 21, also in der Zeit. Aber das war dann eher, um die Frauen so ein bisschen zu gängeln, glaube ich. Oder nee, da war man einfach schon erst mit 21 erwachsen. In den USA kriegt ihr auch keinen Alkohol unter 21. Hier kriegt man die Volksdroge schon mit 16. Und kann den erfolgreichen Nichtumgang mit Alkohol lernen. Ja, da an die Droge kommt man ja relativ leicht ran, auch schon im Kindesalter in Deutschland. Ja, viele sagen ja auch immer so, Zucker wäre eine Droge. Ich sag mal so, ja, von Zucker bin ich nicht komplett berauscht. Das so löst halt vielleicht ein bisschen Serotonin aus. Das habe ich auch, wenn ich eine Currywurst esse. Aber ich bin nicht dicht. Das vergessen die Leute auch immer irgendwie, wenn sie dieses dumme Argument bringen. Es ist halt so, also ich find's auch blödsinnig, wenn man Drogen immer miteinander so vergleicht. Also ist klar, es gibt ziemlich schlimme Drogen, aber ich meine ganz ehrlich, die meinen so, oh, du bist vollkommen abhängig von der da oder komplett abhängig von der da. Du bist psychisch abhängig von der da. Was ist besser? Und du denkst halt einfach so, nee, jede Abhängigkeit ist scheiße, Leute. Jede Abhängigkeit ist scheiße. Und wieso nehmt ihr die Scheiße? Wahrscheinlich, weil ihr abhängig seid und nicht nur feiern wollt. Und wahrscheinlich seid ihr abhängig. Aber ja, das wollen die Leute dann nicht wahrhaben und sehen, wenn sie mal abhängig werden, weil die Abhängigkeit kommt schleichend. Das erste Mal ist vielleicht relativ stressfrei, nichts mehr zu nehmen und die Sachen dann so zu genießen. Beim zweiten Mal kann es dann schon wieder anders aussehen, beim dritten Mal kann es dann schon wieder anders aussehen und irgendwann wird es dann halt zur Routine-Sache und möglicherweise nehmen sie es dann auch im richtigen Leben, wenn da mal was schief läuft und danach sind sie abhängig und dann sagt man wieder, oh ja, der ist ja davon abhängig, das ist ja nicht so schlimm oder hiervon abhängig und dann denke ich so, Leute, jede Abhängigkeit ist absolut scheiße, auch die Abhängigkeit von Alkohol. Ich kann gar nicht sagen, wie viele kranke Scheiße ihr eurem Körper antut. Also, was ihr für kranke Scheiße eurem Körper antut, wenn ihr Alkohol konsumiert. Das ist absolutes Gift. Das ist ein Gift, Leute. Ihr konsumiert Gift und ihr wundert euch dann später, wieso ihr Demenz habt, möglicherweise irgendwelche Leberschäden, ja, alles an eurem Körper am Sack geht, ihr älter aussieht auf einmal und das halt um zu saufen, um keine Ahnung. Der zu sein, der ihr für 5 Sekunden in Anführungszeichen zu sein glaubt. Keine Ahnung. Ist jedem seine Sache. Ich kann nur sagen, ich halte von Alkohol absolut nichts. Ich sage, es ist eine absolute Drecksdroge und ich verstehe nicht, wieso man eigentlich die Kiddies selbst schon mit 16 davon abhängig macht. Obwohl man ja keinen harten Alkohol trinken kann, da muss man halt ganz viel von diesem süßen Pisszeug trinken, damit man besoffen wird. Das kriegen die Kinder schon hin. Vielleicht wird ihnen auch vorher schlecht, wenn sie Glück haben. Aber mit dem Alter vertragt ihr eh nicht so viel Alkohol, ihr werdet also früher dicht. Das vergessen auch immer viele. Ja, es ist auf jeden Fall schon traurig, wie die Gesellschaft so tickt, wie sie sich gegenseitig unterstützt, wie sie eigentlich nicht aufgeklärt ist. Ich meine, bei psychischen Störungen sind die meisten eh nicht aufgeklärt. Und wem es eigentlich aufgefallen ist, das Regelwerk in meinem Twitch ist eigentlich dasselbe, was auch ein Psychiater hat. Solange es dir nicht schadet oder keinem anderen und du also keine Leute manipulierst und so weiter, oder dir selbst schadest oder dich manipulierst oder es dir im Direkten schadet oder aus deiner Sicht schadet, dann ist es ein Problem. Deshalb steht es da in den Regeln. So würde es auch eigentlich tatsächlich ein Therapeut zu euch sagen. Deshalb ist es teilweise so da drin, weil ich halt einfach sagen musste, eigentlich ist es genau das, wonach ich eigentlich auch leben tue. Tatsächlich. Und das ist eigentlich Zufall. Das ist Zufall.
Ich halte von Religion nichts. Meine Oma war absolut begöttisch, hat mich damals als Teufel beschimpft und wollte den Teufel aus mir rausprügeln. Und hatte immer nur Gott im Kopf und so komischen Schutz und was weiß ich was. Also das mit meiner Großmutter war halt, die war halt dement, die hat sich in ihre alten Zeiten erlebt. Meine Mutter hat es mal wieder nicht mitgekriegt, dass das so ist. Und dann hatte ich halt mal wieder die Arschkarte im Leben. Also deshalb habe ich mit Religion nichts am Hut und ich halte es auch ganz ehrlich für Gehirnwäsche. Ich halte es für eine sehr ungeeignete Therapieform für Probleme. So kann ich Religion eigentlich nur einstufen und für sehr gefährlich, weil die Menschen fangen an, andere Menschen zu verfolgen und das sieht man auch. Frauenrechte sind ja auch bei den Katholiken so eine Sache. Und ja, Rechte für Leute, die halt mal, also ich meine, das jetzt so problematisch ist, wenn, ich glaube, also ich fand es ja ziemlich lustig, dass jetzt die Katholiken auch versuchen, irgendwie so ein bisschen, wir sind ja voll pro Homo zu machen, was ja eigentlich nicht stimmt. Und dann, dass das auch immer dann wieder mit ganz anderen sexuellen Sachen in Verbindung gebracht würden, die damit nichts zu tun haben. Also im Endeffekt, das ist dann auch immer so ganz interessant. Also, wenn sie da einfach dann irgendeine Präferenzstörung XY nehmen, die möglicherweise jetzt auch im kontrollierten Umfang, also beispielsweise, was gibt es da alles? Es gibt ja so viele, kein Problem sind. Dann ist es halt auch so eine Sache, aber es gibt natürlich auch welche, die ziemlich gefährdend sind, halt wieder für andere Leute oder für die Person selbst. Ich meine, manche schneiden sich den Piep ab oder so Sachen, dann haben sie wirklich aber die Extremform und keine Ahnung. Manche machen das sogar dann tatsächlich mit ärztlicher Begleitung und so Sachen. Also keine Ahnung, also wenn sie es glücklich macht, ich habe gelesen, die haben dann 10 Jahre Spaß daran, kann ich dann sagen, ja, okay, wenn das dich so gefreut hat. Ich denke mal, das Risiko war schon ein bisschen bescheuert. Ja, dann gibt es halt auch wieder so, keine Ahnung, gibt ja auch so Leute, die irgendwie auf diese Katzensachen da stehen und so weiter. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass sie dann gleich auf Tiere stehen oder so zoophil sind oder was weiß ich was, wie sie immer dann sagen, in Anführungszeichen. Mit diesem wunderbaren Wort, wurde ja auch immer gerne verglichen. Das ist ja so in Russland die Taktik. Ja, keine Ahnung. Also ich finde das manchmal ziemlich lustig, mit wie wenig die sich eigentlich auskennen und wieso sie dann immer Präferenzstörung XY nehmen, die halt möglicherweise in der Gesellschaft verboten ist. Und ich sag's mal so. Ich habe jetzt nichts dagegen, solange ihr euch an den Satz da halten, es sollte keinen schaden, bla 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 bla. Und selbst wenn es schadet, ihr müsst ja niemandem schaden. Das ist ja, wie gesagt, nur eine Präferenz von euch. Es muss ja nicht unbedingt die Hauptpräferenz sein. Und wenn es die Hauptpräferenz ist, kann man damit sicher auch irgendwie kompensieren und leben. Wenn ich auch eher wieder so auf dem Trip, dass ich die Leute auch, wenn ich natürlich weiß, dass es ziemlich problematische Leute gibt, nicht gleich als problematisch einstufen tue, also nicht gleich den schwersten Grad anrechne, sondern halt auch sag, ja, okay, die sind das wahrscheinlich nicht von sich aus, hatten einfach Pech im Leben. Aber ich würde halt niemals so wie die Kirche sagen, alle über einen Kamm scheren und sagen, die sind schlimm, 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 schlimm. Und das hat bestimmt irgendwas miteinander zu tun, was es gar nicht hat. Das finde ich dann auch immer ziemlich krass, oder Russland macht das ja auch, aber das ist ja immer so eine Hetztaktik. Die brauchen halt irgendwie, wie damals die Deutschen die Juden gebraucht haben und andere Minderheiten, Schwarze, wurden ja auch damals nicht gerade vorzüglich behandelt, weil sie eine andere Hautpigmentierung haben. Also irgendjemanden, den man halt jagen kann, weil sie halt einfach eine andere Farbe haben oder eine andere sexuelle Ausrichtung als jetzt die Normen, die halt irgendwie böse darstellen und wenig Wissen verbreiten, weil das Erste, was ihr machen müsst, um jemanden zu jagen, ihr müsst den Leuten das Wissen nehmen, dass die eigentlich harmlos sind oder dass die harmlos sein können oder was weiß ich was, also es wird ja viel gejagt.
Und das ist halt so der erste Trick. Also man muss die Bildung kontrollieren, damit man Leute gezielt abschießen kann. Also statt einen gesunden Umgang, Leute am besten abschießen und die als, ja, das nehmen, was man halt eben jagen könnte für Probleme, die eigentlich waren. Das sieht man eigentlich auch überall und das würde ich auch ganz ehrlich den Katholiken anhecken, haben wir auch gemacht. Was ich auch richtig krass fand bei den Katholiken ja wiederum, die haben ja auch hier in Deutschland so komische Therapien angeboten, die ja eigentlich nichts anderes waren als Folter. Und das war sogar vor kurzem noch, also das war, glaube ich, nicht mal 2 Jahre her oder 3 Jahre her. Kann auch 4 Jahre her gewesen sein. Und dann wurde es endlich für illegal erklärt, diese Therapien durchzuführen, weil sie halt einfach ganz klar schaden. Sie schaden den Leuten eigentlich nur, weil sie müssen erstmal lernen, damit selbst klar zu kommen. Ja, klar, es können sein, dass die Leute damit nicht klarkommen wollen, denn das ist ihre Sache. Aber ich sag's mal so, es ist sehr ungesund, sich selbst zu unterdrücken, auch wenn ihr jetzt denkt, das ist halt so, ihr müsst ja nichts ausleben, aber ihr solltet euch selbst akzeptieren. Also wenn ihr das jetzt unbedingt, keine Ahnung, nicht ausleben wollt, ich weiß ja auch nicht, was ihr habt. Ich habe jetzt gerade so viele Störungen angesprochen, weil die Kirche das halt immer gerne macht. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wieder irgendwas sowas ist, aber ich rede jetzt hier von den ganz normalen Auslebbaren. Also, ihr kennt ja meinen Tag LGBTQ+ und ich weiß gerade nicht, ich habe gerade nachgeguckt, ob der drin ist. Ja, der ist drin. Ja, wenn es dazu gehört, Leute, habt euch nicht so, ihr seid halt so, kommt damit klar. Und wenn ihr Bock habt, lebt's aus. Lasst euch von keiner Drecksau irgendwas sagen. Die haben keinen blassen Meister davon. Und ihr schadet damit niemandem wirklich nicht. Macht's einfach. Wenn es euch dann besser geht, macht's. Das ist Bullshit. Wenn ihr da irgendwie zu, was weiß ich, eine Priester gibt, der euch, keine Ahnung, auspeitscht, Elektroschocks gibt oder was weiß ich, was da für kranke Scheiße passiert ist. Das bringt einen Kack, Gehirnwäsche oder was weiß ich was. Was soll der Kack? Es schadet niemandem, macht's. Forst, egal. Seid doch froh, es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Da denke ich halt einfach so, ja Leute, was habt ihr für ein Problem? Man kann mit allem klarkommen. Das wollte ich halt auch mal so sagen zum Thema psychische Störung, deshalb ist das auch drin. Habe ich auch eigentlich so in einem Blog gesagt, weil ich weiß halt, dass immer alles über einen Haufen geworfen wird, was gar nicht zusammengehört. Deshalb distanziere ich mich mit dem Tag auch von anderen Sachen wieder und sage aber auch, dass ich die anderen Leute im Endeffekt, ja, solange sie sich halt an die und die Regeln halten, dann habe ich damit auch kein Problem. Ich meine, es sind halt auch wieder Sachen, die man sich nicht unbedingt aussuchen kann. Oder die halt irgendwie so entstanden sind. Deshalb kacke ich die Leute auch nicht an. Oder was weiß ich was, sollen sie sich halt meinetwegen den Piep abschneiden oder so. Also das hat jetzt übrigens auch nichts mit Transsexualität zu tun. Also das ist eher die Extremform vom Masochismus. Dafür gibt es auch noch ein Wort. Aber das ist nochmal eine Unterform. Also das hat auch mit Masochismus nicht viel zu tun. Aber das sind jetzt auch Präferenzstörungen. Ich würde das andere, wie gesagt, nicht als Störung einstufen, weil es ist halt tatsächlich, es hält sich halt in die Grundlagen. Es tut niemandem weh. Es schadet niemandem und deshalb sind das keine Störungen für mich. Also deshalb ist Homosexualität für mich keine Präferenzstörung. Auch wenn das gerne da reingehauen wird, aber es ist keine Präferenzstörung, weil es schadet niemandem. Transsexualität schadet auch niemandem. Ja, so könnt ihr das eigentlich auch sehen. Und Asexualität ist jetzt auch keine Präferenzstörung. Also es kommt immer darauf an, ob es euch natürlich nochmal subjektiv stört. Dann kann es eine Störung sein. Aber ich wollte das euch nur mal so erklären. Deshalb wird das halt so aufgelistet von der WHO und deshalb gibt es halt diese komischen Vergleiche auch von Kirche und so weiter. Aber ja, es ist eigentlich Bullshit, das alles in eine Kappe zu stecken. Aber klar, kann vorhanden sein. Muss nicht.
und hat nichts miteinander zu tun. Deshalb finde ich das immer so ein bisschen gefährlich, wenn man das alles in eine Kappe steckt und sagt halt dann auch, ja, es gibt die Sachen, es gibt die Sachen und die Kirche weiß von nichts. Also falls jetzt irgendjemand so von so einem komischen, begotteten Menschen dumm angemacht worden ist, Bullshit, hängt meist nicht zusammen. Ich weiß ja, wie die argumentieren. Obwohl sie jetzt ja auch gemäßigter sind in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es ja schlimmer und ich weiß ja nicht, ob irgendjemand aus anderen Ländern das noch anguckt und ich weiß ja nicht, wie begottisch euer Haushalt ist. Ich meine, in Amerika ist es ja auch noch schlimm. Und deshalb wollte ich das mal ansprechen, auch noch so die letzten 2 Stunden. Wow, da habe ich gute Arbeit geleistet, das wird sich niemand angucken bis dahin. Also wird es wahrscheinlich auch niemand verstehen, was ich bis dahin gesagt habe. Und ich habe die Themen auch viel zu oft gewechselt, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Das ist das nächste Problem. Also, wie gesagt, bringt euch nicht gegenseitig um, habt euch lieb, schadet niemandem und versucht niemandem zu schaden oder was weiß ich was. Bitte werdet keine Profiboxer, werdet nicht kriminell, werdet nicht drogenabhängig. Muss ich das jetzt alles dazu sagen, weil das möglicherweise die Kinder sonst tun? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird denen klar sein. Die haben Eltern, hoffe ich. Eltern, kümmert euch um eure Kinder. Ja. Gut, dann haben wir eigentlich alles durch, was ich eigentlich sagen wollte und noch viel mehr und irgendwann war das Ding ja abgebaut. Und jetzt räume ich den ganzen Shit weg und sag euch eine schöne Zeit. Wir haben ja dann sogar jetzt keine Bild mehr gehabt die letzte Zeit. Wunderbar, weil Camo abgestürzt ist. Machen wir einfach so ein Standbild nachher rein. Kann man das machen auf YouTube? Ich glaube nicht. Dann war es halt jetzt ein Broadcast. Scheiße, ist das peinlich. Ja, sorry. Bild war abgekackt auf jeden Fall. Haben wir dann jetzt noch einen schönen Broadcast gehabt mit Standbild. Würde ich sagen, tue ich es bei YouTube noch einfach das hier reinschneiden. Ich habe eh nur die ganze Zeit an Schrauben rumgespielt, also wer das verpasst hat, war nicht episch. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles durch. Cool. Jetzt wisst ihr, woher meine Regeln kommen. Bist du aus? Krass, nee, alles gut. Der soll abgebaut werden. Eigentlich habe ich das voll entspannt gemacht. Ich verbreite gerade Liebe und Entspannung. Finde es, ich habe sogar sortiert. Da ist ganz viel Metall. Hier ist Plastik. Und das kommt nachher weg. Und dann ist meine Kamera irgendwann abgestürzt. Maschine, danke. Weißt, ob ich kann Jugendsprache nicht, aber ich habe tatsächlich gelernt, was das Wort bedeutet, Alter. Und ich habe lachen müssen, wo ich es verstanden habe. Also, bis denne. Boah, die Handschuhe. Sind ekelhaft. Habe ich lange nachgedacht. Stimmt, ich kann auch kurz zeigen, wie hübsch das jetzt abgebaut ist. Sieht man nämlich gar nicht, ist mir gerade klar geworden. Bye.